Erschießen wir jetzt Stefan oder wie sieht's aus? Ja, machen wir. Nein. So, der ist weg, der ist der, weg. Der hat auch nicht geschossen, der Drecksack. Ja, der andere der Vogel hier. Zu. Ja, da. So. Oh, ich wenigstens mit Ton jetzt, echt. Oh, jetzt hat er sich schnell rumgedreht. Na klar, kenn dich doch. Dann seid ihr jetzt ja auch gleich schon durch mit der Mission, ne? Ja, wir sind schon durch. Alter, ihr macht hier schon wieder so auf Rucki-Zucki. So, warte, Position 1. Du hast mit der Munition. Das ist eine E-Knarre, ne? Ja. Ach so. Die hat keine Munition. Ja, aber Energiezellen. I, was ist denn das für ein Schiff? Wieso, er ist damit hier angekommen. Ja. Ja, jetzt höre ich auch wieder was. Ich meine, das ist ein B-Turbo. Ja, Jungs, leider ist euer Server voll. Ein B-Turbo ist das. Ja, sollen wir nochmal. Ja, dann zieh uns doch. Warte, ich mach dich mal zum Leader. Weil wir sind eh fertig und wenn ja, keiner genau was dagegen hat, kannst du uns mitziehen. Warte mal, mit Glück. Wir sollten im Schiff sein, ne? Oder? Nein, Server ist voll. Ja, dann mach ich mal zum Leader. Und bist wenn ihr ready seid, ja, ja, hab ich gesehen gerade, dann würde ich jetzt neu starten. Dann müsst ihr natürlich bei F1 gucken jetzt, ne? Ja. So, ich drück jetzt drauf. Achso, warte mal, wir gehen jetzt auf den australischen, ne? So, ich drück drauf. Ich hab was bekommen, ja? Ich hoffe, kein Syphilis. Nee. Und ich join nach. So, derweil mal gucken, ob es so ein CCU-Upgrades gibt. Ja. Hm. Ja? Gibt's? Das hat er nur so ja gesagt. Das ja weiß der gar nicht. Ach so, aha. So. Nein, gibt's nicht. Och Mann. Oh Mann. Kauf ich mir das Schiff als oh, Scheiß drauf. So. Du mach ich das auch. Dann hab ich's wenigstens als deine Launch-Schiff und kann's einschmelzen, wenn ich's nicht mehr will. Mal im Spektrum gucken. Ja, ich warte mal noch bis morgen ab. Ich muss aber auf jeden Fall. Nein, wenn du das jetzt heute nicht bei den Upgrades bei hast, ne? Ey, glaube mir, dann kommt das doch nicht mehr. Weil das hab, ja, ist leider so. Das habe ich ja bei der Pirate auch gehofft, aber wirklich, das ist ein, dann hast du Pech. Aber ich finde das richtig so, wirklich. Würden sie das alles immer so rauskloppen mit LTE und den ganzen Schnickschnack? Ja, so. Ich habe aber keine Lust, jetzt nochmal Uni zu investieren. Oh. Ja, gut, ne? Oh, was hast du uns da jetzt geschickt? So, mal kurz gucken, wie weit sind wir denn? Noch gar nicht weiter. So. Steffi, was hast du schon wieder? Ja, ich hab gerade hier ein WhatsApp. Achso. Achso, wo bin ich jetzt schon gespawnt? Warte mal. Nee. Er lebt noch. Kannst du nicht. Kannst du schneller sein wie ich. Ja. Aber mein 9 ist schon nicht mehr der schnellste. Jetzt schon 9. Aber meiner bleibt jetzt das Mal. Aber ich finde das faszinierend, jetzt wo sie das hier gemacht haben, ne? Mit den Freefly-Woche wieder. Ja. Die Caterpillar, ne? Die Piraten-Edition, die haben sie mir jetzt entzogen. Jetzt ist ja hier die normale Caterpillar im Angebot. Und die Piratenversion, die habe ich nicht. Bei mir ist er noch drin, die Piraten-Caterpillar. Dann müsste er ja bei dir jetzt 2 Stück anzeigen, richtig? Warte, ich guck nochmal. Also nur wenn ich bei Extras jetzt gucke, ne, finde ich nur eine einzige Caterpillar. Und das ist nicht meine Piraten-Edition. Warte. Das ist nämlich nur die Showdown-Edition. Und die Piraten-Edition ist nämlich bei mir jetzt auf einmal weg. Nö, ist bei mir drin. Echt? Ja, das ist zweite. In der allerersten Reihe, nach der... Stimmt, ja, jetzt habe ich es auch. Ja. Da steht sie. Das hätte mich jetzt gewundert, ehrlich. So,
Dann machen wir mal einmal ganz kurz so. Ey, warum geht das denn jetzt hier nicht weiter? Also, ich bin doch immer noch am Laden. Ja. Hm. Ja, ich habe hier irgendwie Standbild. Hä? Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Bist du im Bett? Ja. Gut. Gute Nacht. Aufgestanden. Oh, ich bin auch im Bett. Ja, ich habe hier ein schwarzes Bild und ich sehe hier eigentlich auch nichts mehr. Gib mir mal eine Minute, bitte. Oh, das kann doch nicht sein, ehrlich. Was machen wir als nächstes? Ja, also ich versuche jetzt hier offensichtlich erstmal wieder raufzukommen. Gucken, was noch ein Aufträger ist. Naja, wir haben jetzt gerade einen neuen Server betreten, Holger. Da werden wir jetzt wieder alle Aufträge sehr wahrscheinlich haben. Kommt darauf an, wie viele Leute jetzt da sind, ne? Jetzt lädt er schon wieder. Sag mal, was ist denn das? Okay. Jetzt ist das weg. Ey, und ich habe schon wieder keinen Ton im Spiel. Ach, Dennis. Dennis, der Lautsprecher. Oder ist das so leise? Gibt's doch nicht, ne? Nee, ich höre echt fast so gut wie gar nichts. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Aber an den Einstellungen hier nirgendwo hat sich ja nichts geändert. Options. Ja. Das ist drin. Ja, Nösi, drück du mal bitte den Knopf. Ich weiß nicht, ob ich gedrückt habe, weil ich muss mal gerade gucken, warum ich hier schon wieder keinen Ton habe. Wo willst du denn hin, nach oben? Erste, zweite, dritte bitte. Och, das ist doch voll kacke schon wieder. Also ich bin schon auf dem Fußweg. Irgendwo gibt's dir doch was zu saufen, ne? Noch 87%. Ich stehe auf 90%, weißt du? Ja? Ja, rum. Ja, für das kleine Stück nimm doch einfach Eigenurin. Denn ersparst du dir die lange Suche. Ich könnte jetzt auch anfangen mit im Krieg damals und so, aber ich mache es nicht. So, muss ich irgendein Schiff drehen? Ich hole mal was. Bin wieder da. Ja, du kannst dich auch gleich in irgendein Schiff, wenn du irgendwo einen Spawnpunkt hast. Bring dich doch einfach jetzt um, Nösi. Dann wachst du im Bett auf und hast 100% Essen und Trinken. Dann erspar dir doch das Gelatsche jetzt kurz. Dann muss ich den ganzen Weg ja nochmal gehen. Und? Naja, wenn du jetzt hier Essen holen willst, läufst du den Weg aber auch. Weil du läufst ja hin und auch wieder zurück. Ja, ist ja nur Port Wrestler, ist ja kein New Babbage oder so. Eben, ne? Ich bin im Bett. Top. 100%. So, Nösi liegt, Ruth kommt da gerade. Und Holger auch. Und wer steht da neben dir? Wer weiß ich, ich sehe dich doch. Ich komme gerade die Sentinel. Hm. Oh, echt? Ja, alles klar. Flamejumper? Ja, worauf habt ihr denn jetzt Lust? Dann erzählt. Action. Ja gut, denn wir haben ja aber nur eine, ne? Dann nehmen wir einmal die mit an. Das haben wir nur eine. Investigation. Oh, den machen wir auch noch. Also ich hätte auch noch jetzt eine 890 im Petto, aber ich lasse die erstmal offen, ne? Occupants habt ihr gerade gemacht. Männers, ich share den ersten Auftrag. Ja, fangen wir mit denen an. So, soll ich share? Sherry, Sherry Lady. Yep, da kommt was. Genau. So, dann fliege ich wieder vorsorglich mit der Red, ne? Ja. Ach nee, warte mal, brauchen wir in dem Fall gar nicht. Ach, soll ich die Hammerhead holen? Boah, das kannst du natürlich machen. Das wäre auch ein Hammer, ja. Mhm. Ich glaube nicht. Badoots. Ja, mal ehrlich, wie oft benutzt man diese scheiß Waffenplattform? Gar nicht. Wenn ich die Hammer hätte, dann schmeiß ich die Sentinel wieder weg. Ja, du kannst sie ja direkt storen, du hast sie ja nicht abgeholt, die sitzt ja auf dem Platz. Ich muss mal einmal ganz kurz. So, dann rufe ich schon mal einen Aufzug, weil wir können ja alle gemeinsam fahren. Das ist ja das Schöne daran. Ich habe jetzt die Hammerheads.
gespawnt. Ja, hast du, Holger? Was? So, dann erzähl mal, welches Pad? Das wäre jetzt was Neues. Ja, lass mich doch mal mit rein hier. Welcher Hangar? Hangar 02. Möchte jemand fliegen? Holger, willst du fliegen? Nein. Ja, also ich fliege auch, mir ist das Wurst. Nein. Dann fliege ich das Schiff und ihr geht in die Türme. Möchtest du mal fliegen? Weil nein. Ich würde nämlich auch gerne mal in den Turm sitzen. Nein, ich fliege das Ding. Okay, gut. Nicht gleich so aggressiv, Kollege, Kompagnon, ne? Was? Du fliegst mein Schiff? Du hast hier sogar ein Messer bei dir. Wer? Das habe ich auch. Gut. Echt? Oder weiß ich gar nicht. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das noch habe. Wo ist denn jeder Eingang? Ach, scheiße. Ich muss mir auch dran gewöhnen, dass er vorne hinten ist und hinten ist vorne hier. Hä? Ja, weil bei der Hammerhead hast du das ja optisch, dass ja das hintere Teil eigentlich nach vorne gehört. Ey, aber ohne Ton, das ist echt, das bockt ja gerade gar nicht, ne? Ist wieder kein Ton? Nein. Ja, warte mal, wieso laufen eigentlich viel zu weit? Hier ist ja auch, genau. Da muss ich erstmal wissen wieder, ne? Dösi? Ja. Wo bist du? Ich wollte oben einsteigen, vorne. Aber ihr seid schon drauf hier. Ja. Hä? Wo ist er denn? Wer will das sehen? Der ist da unten. Oh, ich bin durchgebracht. Ich bin auch wieder draußen. Du hängst eben unter, ich hab das schon gesehen. Hallo? Und Holger ist so schwer, der guckt den Fuß raus. Ja. Ach so, verkehrter Weg. Das Einzige, was sein kann, ne? Gut, dass du gleich... Oh nein. Gut, das Einzige, was sein kann, dass du gleich die Starterlaubnis holen musst für das Hangar öffnen. Ösi, kommst du jetzt oder nicht? Ich bin noch drauf. Was? Ach, jetzt war nicht drauf. Und Holger ist auch nicht drauf. Nee, doch. Ach, jetzt ja. Was ist das für eine Scheiße? Hä? Der packt hier rum. Na, ich bin auf jeden Fall im Schiff. So, ich auch. Er geht bitte noch nicht in die Türme. Nicht damit wir jetzt aus dem Hangar nicht rauskommen, weil die Türme ausgefahren sind. Ich weiß gar nicht, wo die Türme mehr sind. Doch, da vorne, okay, rechts, links. Holger, folge mir. Ja. Ruth, du hol mal bitte eine Starterlaubnis. Hast du das Schiff schon an? Ja, ja. Hier hinten rein, okay. Warte. Port Wrestler, Starterlaubnis kommt. Hier, rechts, ne? Ja, hier lang. Ich brauche eine Turmerlaubnis. Lucy, wo bist denn du? Im Turm. Welchen? Vorne links. Also hinten öffnet sich gerade hinten rechts der Turm und ich habe gerade noch gesagt, bitte nicht in den Turm einsteigen, solange ich im Hangar stehe. Ne? Weil das sein kann, dass wir nicht rauskommen, weil die Türme ausgefahren sind. Ja, Lucy, du bist ja auch hinten links und nicht vorne links. Also A ist ja schon mal hinten rechts. Ne? Links ist das schon mal ganz weit weg. Fragt einfach mich, ich sehe das in der Außenansicht, wer mich hier jetzt beim Start blockiert. Ich bin nicht im Turm. Nein, jetzt weiß ich, ist rausgegangen. Und jetzt sind wir draußen, jetzt könnt ihr gerne die Türme besetzen. Also ich gehe wieder hinten links. Was jetzt hinten? Ja, ich gehe bitte oben. So, ich fliege jetzt einmal nur mal ganz kurz ein kleines Stück, nur so geradeaus. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich will einmal kurz, dass mir den Ton ist doch voll kacke hier. Also ein Turm ist raus, zweiter Turm ist raus. Vielleicht soll der Holger... Nee, ich. Ich sollte nach vorne links kommen. Das würde Sinn ergeben, ja. Ich hab mein Turm zugewiesen gekriegt. Ja, aber es macht keinen Sinn, zwei Türme auf einer Seite. Ich steige hier wieder aus. Ich glaube vorne. Kommt drauf an, von welcher Seite die Gegner kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt hier hinten oder vorne? Das ist hinten. Du bist hinten rechts. Ja, genau. Stefan. Also hinten rechts, dann muss ich jetzt nach da vorne laufen. Links. Muss ich nach da laufen. Oder, ja, bin ich oder jetzt... hinten unten. Ne, warte mal, jetzt bin ich. Also ich bin vorne rechts. Falsch, ne? Ja, Holger, du bist vorne rechts. Also ich da, bin unten Mitte. Wo ich den Namen lesen kann, da ist vorne. Ja. Wo Icke ist, ist ganz vorne. Ja, das ist, dann bist du wirklich an der Spitze. Ja, ich sehe doch Holger hier, der hängt doch schon wieder am Turm hier. Ja, genau. Holger ist vorne rechts. Und wenn du jetzt einfach bei Holger stehst und gegenüberläufst, bist du vorne links. Ich glaube, ich könnte da jetzt sogar rauslaufen. Dann bin ich immer weg. Mit Arc, da stimmt doch was nicht. Nee, mach das nicht. Sag mal, wo ist denn der Claim Jumper Auftrag? Ich habe gar nicht geguckt, wo der ist. Ich auch nicht.
34 Millionen Kilometer weg. Eben. Und genau da hört es jetzt gerade auf. Ja. Also auf die Entfernung habe ich nämlich nicht geachtet, als ich den angenommen habe. Ich habe eigentlich nur gedrückt, Claim Jumper annehmen. Schieß dich schon mal von hier. Aber ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Dann haue ich die einmal ganz kurz wieder raus. Es gibt einen Folgeauftrag. Dann machen wir jetzt erstmal. Oh, ich bin zu schnell hier mit dem Drücken. Dann machen wir jetzt erstmal den. So, der ist geschert. Ja, da kommt was. Weiß ich doch. Aber jetzt muss ich ja nochmal machen. Hey, jetzt müssen wir aber einer, muss jetzt aber weg. Warum? Ja, weil ich jetzt zwei habe. Ja, dann mach den, den Claim Jumper weg. Weil das bringt ja nichts, mal ehrlich jetzt. Also 34 Millionen noch fliegen wegen einem 10.000er Auftrag. Missing Crew? Ja. Jetzt hier. Achso, das andere war der. Und schön. Wer spielt da schon wieder? Ist ja schon ein Schiff? Ja, sonst können wir uns ja mal irgendwo in irgendeine Route reinstellen und mal gucken, was passiert. Gut, geht schon ab, das Geschütz hier, ne? Ja. Dadurch, dass es vier Linkskanonen sind? Ja gut, die haben sie ja, ja, ich weiß gar nicht, waren die Geschütztürme eigentlich mit in der Turmsteuerung mit drin, die sie ja verbessert haben? Ja, alle Türme. Also das Faszinierende ist, die Musik, ne, von Star Citizen, die höre ich. Aber die Hintergrundgeräusche, die sind weg. So, jetzt müssen wir aber einmal ganz kurz stehen bleiben. Meine hat den Auftrag nicht angenommen. Warum? Weiß ich nicht warum. Ich habe ihn übernommen, aber im Auftrag, Buch habe ich nichts, kein Auftrag. Ich sehe auch keinen Weg. Kannst du nochmal scheren? Nö, jetzt ist zu spät. Ach Quatsch, normal. Ich habe ja einen, den kann ich teilen. Ja, teil dir mal. Hast du, Holger? Ich habe ihn angenommen, aber wie machen wir hier jetzt nicht? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich habe auch keinen Auftrag. So, ich share jetzt nochmal, Männers. Ja. Wartet. Genau was? Jetzt. Ja, jetzt habe ich was. Nee, kommt nichts. Aber ich denke mal, das ist der gleiche, den Steffi eben gecheckt hat. Ja, da musst du ihn tracken, Holger. Das kann sein, dass du den ja. Deswegen siehst. Mal gucken. Guck mal. Aber da musst du ihn ja bei den Aufträgen trotzdem drin haben. Ja, weil mein Auftragsbuch war leer. Jetzt habe ich 10.000, als das, ne? Ja. 10? Ja. Mehr nicht? Nein. Du bist ganz schön gierig, mein Freund. So, entweder erwarten uns jetzt gleich zwei Schiffe. Ja, doch, da kommen eigentlich immer zwei Schiffe. Ja, weg mit dem Scheiß, ne? Die hätte ich alleine mitgemacht. Jetzt ist das doof, wer zeigt mir den Beak nicht mehr an? 9600. Ja, die Richtung ist noch okay. Ja. Dort, wo wir hinschießen. Ja. Ja? Ja. Also muss ich einen Ticken weiter nach links. Ja. Hey, da kommt kein feindliches Schiff mehr an gleich. Das Problem ist, ihr müsst mir rechtzeitig genug Bescheid sagen, weil die haben halt einen extrem langen Bremsweg. 7.000. Ja, sag mal ab 5 Bescheid. Bei 5 würde ich wirklich das Bremsen anfangen. 6.000. Jetzt sind 5. Boah, ja. 4, ja, ich 2, bin schon wieder beim Bremsen schon. 2, 5. 2. Oh nein, guck mal, siehst du, ich muss schon den Burner nutzen. 1, Kacke, ich brenne dran vorbei. 6, 4. Ah, da ist er. 300 Meter. Ey, alles ist schon auf Overheating hier. Sehr schön, aber da ist kein feindlicher Gegner. Du, manchmal fliegen die auch rum, weil die das Schiff kaputt gemacht haben, die sind oftmals immer noch in der Nähe. Da kommt eine Klappe. Was war das? Eine Red, habe ich gerade gehört. Ey, schieß mal bitte auf irgendeine Seite, wo ich hin muss. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Warte, ich sehe immer noch keinen Schießen. Okay, warte, ich sehe da was. Ja. Ja, bremsen. Ja, ist doch schon dabei. Sag mal, hat die Hammerhead kein Licht? Doch. Das war L. Das Licht, das ist. Ach was. Soll ich mal dich da ranfliegen? Ja, bin ich gerade bei. Friendly Fire. Es geht ja nicht. Kannst du nicht auf sich selber schießen. Aber schießen wir denn da?
Das ist ein kaputtes Schiff schon. Aber das sieht aus, als ob das auch eine kaputte Catalyst ist hier links von uns. Ihr seid ja auch echt verrückt. Okay, jetzt sehe ich das auch mit dem Licht. Na gut, steigen wir jetzt aus? Ja, müssen wir. Der Auftrag ist es jetzt, 5 Crewleute zu finden. Das müssen wir finden. 5 Leute. Deswegen, jetzt kann man... Das ist Ruth, der hier noch weiter ballert. Oder wer ist das? Die sind ja schon alle tot. Ach, die sind ja schon alle tot. Das ist das Problem. Jetzt müssen wir die Schweine ja finden. Jetzt musst du sammeln. Spenden. Spendenaufruf. Stücke sammeln. Ach. Wir sollen hier... Also, wenn man angeblich das Game neu startet mit Launcher, soll man alle 16 Schiffe, die es gerade zu kaufen gibt, in seinem Terminal haben zum Spawnen. Nee. Bleiben die hier? Missionsende. Keine Ahnung, keine ja, aber gut, mache ich hier auf jeden Fall. Also, nee, habe ich ja gerade gemacht. So. Das ist doch ein Fake. Das ist doch wieder so ein... Auf Fake News! Die wollen nur, dass wir... Genau, die wollen, dass die Server frei wären. Ja. Clever wäre es auf jeden Fall, ja. Warum komme ich jetzt nicht aus dem Raum hier? Weiß ich nicht. Sonst sitze ich da einfach nochmal hin, Holger. Dann bist du nicht richtig aufgestanden. Ich muss hinhocken. Habe ich auch gemacht. Jetzt bei mir geht die Tür auch nicht auf. Jetzt bin ich draußen. Sind die schon alle draußen hier, oder wann? Ja, ist ihr ausgeschlafen? Nein, genau. Ich habe schon den ersten gefunden. Ihr seid ja drauf. Wieso habe ich schon 400? Was ist das denn? Ja, weil ich hier gerade schon Kohle mache. Ich finde die hier schon. Ihr seid noch nicht mal da und ich fange schon wieder an. Alter, ja, selber schuld. Bin mit meinem Gold, das wird auch machen. Du darfst dich abwarten kannst. Ja, was soll ich denn machen? Ich krieg mich denn schlafen so. Nee, dann machst du ja gar nichts mehr irgendwann. Dann denkst du ja, ich mach das immer. Yes. Und irgendwann denke ich mir, du machst das und dann macht's gar keiner. Nee. 57. Mhm. So, vorne auf kleines Stück, wo ich bin, das ist clean. Okay, das ist unsere Hammerhead. 625. Okay, einer noch. Warte. Holger hat einen. Hier? Ja, 300. Fertig. Also, wenn man die Hammerhead von unten sieht, ne, könnte man auch schon denken, dass es richtig rum ist. Was fertig? Dann sieht das aus wie so ein... Nee, ehrlich, jetzt guck dir... Dreh dich mal bitte so hin, dass die Hammerhead eigentlich verkehrt rumsteht. Gut, wäre jetzt der Aufzug nicht unten, ne? Holger. Doch, das. Guck mal. Was denn? Ach so, ja, du hast recht, ne? So mit dem Cockpit oben sieht eigentlich auch ganz... Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Boot, wie so ein Luftkissenboot. Ja, genau. Hä, was macht ihr da? Guck mal, die machen erstmal alles auf im Schiff. Die haben zu viel Langeweile, die Lungs hier. Holger, hör auf, Mann. Alles auf, So, und der die Strafe begonnen hat, der muss jetzt als Strafe auch fliehen. Irgendeiner hat mich angeschossen. 67% Leben. Du bist hängen geblieben irgendwo. Nee. Ich hab aber auch Schüsse gehört. Ich hab aber gar keine Knalle. Nee, die kannst du ja auch ganz schnell mit R wegstecken. Was? Ja. Was? Mit R kann man die Knalle wegstecken? Ey, mein Bild hängt gerade. Meinst du auch? Wir haben Bug, ja. Gott sei Dank. Gewehr gehabt. Wieso fliegt die über Kopf rein? So leid. Nee, über Kopf will ich gar nicht. Ich bin ja... Ihr seid falsch rum. Sag mal, wie fliegt denn ihr rein? So, der eine hat's geschafft. So, genau, Holger, du musst weg, sonst kann ich nicht rein. Ich geh mal alle Luken zumachen, die irgendjemand geöffnet hat. Alter. Ja, aber lass die bloß vorne auf. Ja. Sag mal, wo hat er mich denn jetzt schon wieder rausgeschubst? Ach, da. Das muss ich ganz kurz gucken. Wie rum ist denn richtig rum? So rum ist richtig rum. Oh, Alter. Aber du bist schon mal drinne. Du bist schon mal drinne. Aber ich auch. Oh, und jetzt mault er sich hin. Oh, okay. Das Gute ist, ich hör's wenigstens nicht. Du hast ja eine Spur gezogen. Das denn? Mit Dennis. Ja, weil ich mich legen wollte. Der hat sich hier richtig hingelegt gerade. Muss. Manchmal muss das. Auch 6% verloren vom Leben. So, Holger, wolltest du fliegen oder wie? Nee. Oh, ist das denn hier? So, hat einer von euch jetzt mal nach einem Auftrag umgeschaut? Ja, nein, vielleicht. Bounty Hunter. CS3. Oh, eine Bewegung. Gibt nur 2,5. Ein 10.000er. Hier hinter dir ist einer mit der Knarre. Der bedroht dich, Steffi. Ja? Keine Bewegung. Oder ich schieße. So. Nein, ich sagte keine Bewegung. So. Muss ja wissen, wer da ist.
Oh, der ist halt geteilt. Oh. Zerteilt schon wieder alles. 890 Jump. Guck mal, ich habe eine. Soll ich mal abdrücken? Nein. Oh, guck mal, die macht Peng, 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 Peng. Peng. Ach, warte mal. Ah. Ich muss ja Medizin nehmen. Warte mal. Geht das? Ich gebe mir gerade einen Schuss. Habt ihr das gesehen? Ja, einen Schuss. Guck mal, guck an. Du alter Junkie. Ja. So, jetzt brauche ich wieder Medizin für unterwegs. Oh, ich brauche auch mal was hier. Hm. Welche Räume plündert ihr denn? Hier gibt's doch gar nicht so viele auf dem Schiff. Ja, die Medizinbar hier. Oh. Ist gut. Ich muss noch mal kurz ein Minütchen weg. Ja. Ja, bestimmt. Na, ein Minütchen weil, ist ja Pipi mal. Er geht so von einem Bein auf den anderen. Ich glaube, der muss mal austreten. Bei so. Der schweren Rüstung? So, Mädels, ich habe noch eine halbe Stunde. Ja, ganz das schaffen wir ja wohl. Ja, na, das da, hier rennen wir doch jetzt eigentlich durch. Eigentlich und ich höre die ganzen Schüsse nicht, also mir ist das eh egal. Ich geh mal in einen Turm. Ich muss einmal erstmal nach den Auftrag gucken. Ey, ihr habt keinen Stress. Wir müssen erstmal hinjumpen. Ja. Also mindestens einen Sprung haben wir sowieso noch, bevor wir da ankommen. Da gehst du schon wieder hin. Ja, warum nicht? Hier war ich ja letztes Mal auf. Boah, ist die. Ach, weiß ich nicht genau. Kann sein. Werde ich gleich sehen, oder? Nee, letztes Mal war ich auf der anderen Seite. Vielleicht sollte ich nur mal ein bisschen Munition tanken, oder mal? Kannst du alles machen, wenn du schon im Turm sitzt. Hm. Wer hätte ihn? So, ja, also ihr könnt schon in die Türme gehen, ne? Weil wir, uns erwartet ja sowieso gleich zwei Cutlass. Ja, ich gehe schon mal in den Turm. Ja. Und ich weiß nicht, ob du in den hinteren Turm willst, weil dann kannst du nach unten schießen, Ösi. Ja. Oder ja. Gut, wenn er gleich wiederkommt. Okay. Ja, das ist eigentlich... Schon. Ja, habe ich gesehen. Also das ist eigentlich Wurst, nur wäre das vielleicht auch ganz sinnig. Oder oben, ne? Du hast ja oben auch noch... Ja. Doch, wieder da. Ruth, wo willst denn du hin? Also Holger und Nösi sind jetzt links und rechts. Willst du oben oder unten? Mhm. Was hat er gesagt? Du kannst sitzen bleiben. Er hat gesagt, ich gehe oben. Kannst mich auch selber fragen. Was? Okay. So, ich bin oben. Auch für Stefan nochmal, ich bin oben, ja. Wo bist du? Oben? Ja. Also wundere dich nicht, wenn das Bett kalt ist, ne? Er ist oben. Ja. Sag mal, was? Wieso geht denn das schon wieder nicht? Oben. Ich hab aufgepasst. Sehe ihn gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich sehe den Turm noch nicht mal. Ja, mal F4. Ey, er will da... Per du nicht hinspringen jetzt, ne? Dabei ich den Wegepunkt gesetzt habe. Sag mal, das gibt es doch nicht. Wegepunkt löschen. Aus dem Sitz aufstehen, dahin gehen. Ne, ich teste das jetzt erstmal so. Jetzt hat er ihn endlich genommen. Aber das Doofe ist, jetzt sehe ich nicht, ab wann er fertig ist mit seiner scheiß Szene. Nur noch 11 Kilometer, 10 Kilometer. Ja, ich sehe das. Jetzt sehe ich das hier. Das war nur bei den einen Auftrag nicht. Wollte ich schon mal vorher da getragen. So, ich sehe schon die 2. Was siehst du, die 2? Na, die 2 gegnerischen Schiffe. Die sind ja auch. Was? Wo? Wer nicht? Kannst du taggen? Da! Ich habe einen. Ah, 6000 wieder noch. Ja, ich habe ihn. Achso, Raketen geht ja nicht vom Turm aus, ne? Nee. Nein. Das Doofe ist, ich sehe sie jetzt nicht mehr. Doch. Oh ja, jetzt sehe ich sie. Und ich treffe auch schon. Nur 2 Raketen wurden abgeschossen. Kannst aufhören. Kaputt.
Ideen. Kaputt. Hey, Spielzeug. Umgemacht. Na ja, gut, für sowas ist die Hammerhead halt geschaffen, ne? Ja, hast du nichts anderes? Das auf dem Schiff? Ja, das sollen wir. Ja, das sollen wir, oder nicht? Also wir müssen den... Ja, aber dann lass uns die danach abknallen. Nee, dann kriegen wir Crimestead. Wenn wir die danach abknallen, dann haben wir aber den Auftrag abgeschlossen. Ja, trotzdem haben wir Crimestead. Ja, nee, das ist es mir nicht wert. Oder wenn wir es mit dem Schiff machen, wirst du bestraft, Ruth, weil es ja dein Schiff. Und hätten wir dein Schiff nicht gehabt, könnten wir so eine Scheiße gar nicht machen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Also hast du uns ja für eine Straftat angestiftet. Du bremst aber schon, ne? Hä? Du bremst aber schon, ne? Nö. Ich gebe dir die ganze Zeit. Was ist ein Bremsen? Wir haben keine, Cutness Red dabei, bedenkt das, ja? Ach, wir müssen jetzt uns also wirklich... Keine willkürlichen... Also jetzt mal wirklich mit Ernst spielen, meinst du? Somit... Ja. Sicher. Der Gamer lehnt sich ja im Regelfall nach vorne. Angedeckt den anderen, ne? Es ist der Moment, wenn man jetzt PlayStation spielen würde, weißt du, dann setzt man sich aufrecht hin. Ja. Mega faszinierend. Oh Gott, bin ich immer erschrocken, Nösi. Ja? Ja. So, steht das Schiff jetzt ruhig oder nicht? Dein Antlitz ist anders als erwartet. Hä? Jetzt hinter mir noch einer? Nee, du meinst mich. Ja. Kann mich hier mal jemand rausholen? Geht schon wieder, Rigo. Sag mal, Nösi. Na? Was hältst denn du von Brennstoffzellenheizung? Oh. Also, ich hab mal so ein Seminar mitgemacht. Das ist aber schon lange, lange her. Ja. Und da war das noch richtig teuer, 11.000 Euro oder so. Ja. Ich weiß nicht, wie weit die fortgeschritten sind. Ganz günstig ist es auch nicht. Nee. Also wie fortgeschritten das, die sind, keine Ahnung. Da bin ich irgendwie raus, schon lange. Ja. Weiß ich nicht. Du. Kannst du auch lesen. Man kriegt ja gerade, also zur Zeit kriegt man ja richtig viel Bonus, wenn man seine Heizung umstellt, ne? Von, weil ich habe ja noch Öl. Ach. Ja. Ja, ich werde es auch mal drin lassen, aber trotzdem kann man sich ja mal nach Alternativen umhören, ne? Und KfW aber, fördert es ja auch, wenn du auf alternative Energien umsteigst. Aber ich weiß, dass die auch, man muss sich das mal planen lassen, ne? Ja, genau. Weil du kannst ja mit der, ich habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen, du kannst damit Strom und Wärme produzieren, ja, ne? Ja, richtig. Ist halt kannst mega du geil. Aber auch mit dem BHKW, ne? Also mit so einem DAX oder so von Senatec. Das kenne ich nicht, was ist denn das? Blockheizkraftwerk. Also ein Blockheizkraftwerk. Das, Mann, das will er für zu Hause haben, Nösi, ey. Der will doch kein Kraftwerk im Vorgarten. Ein Mini-BHKW. 600 Kubik Sachs-Motor. Mit Schwungrad. Kann mir auch ein Mini-Atomkraftwerk in Also das Ding ist auch nicht laut, ne? Das ist schallgedämmt und alles. Und daneben hast du einen Pufferspeicher für die Wärme. Okay. Aber und dann kannst du damit auch zwei Sachen abgreifen. Und womit betreibst du das? Ja, mit Gas. Mit Gas. Okay. Oder mit Öl. Was von beiden ist denn günstiger eigentlich? Ja. Ja gut, aber Öl ist halt auch wieder voll für den Arsch dann. Ja, eben. Deswegen müsste man gucken, aber hast du überhaupt Gasanschluss bei dir? Könntest du sonst Gas... Nee, wir haben kein Gas. Ich müsste mir dann halt auch einen Gastank dazu holen, ne? Aber das muss ich ja bei Brennstoffzellenheizung auch, ne? Ja. Ich habe 4000 Liter Diesel, hab ich Bonner gesagt. Diesel, Alter! Natürlich! Dann dürfen bei dir keine Autos mehr fahren, wirklich. Feinstaub. Den LKW kannst du mit Heizöl tanken. Ja, das geht. Echt. Heizung auch. Ja. Ja. Die Heizung geht auch mit Heizung. Also, was man noch machen kann, ja gut, Fördergeld willst du haben. Aber vielleicht sind Investitionskosten, vielleicht rechnet sich das gar nicht, weil die Kosten viel höher sind. Ja, das muss ich mir halt noch ausrechnen. Ich dachte halt nur, da du ja Ahnung von Heizungen hast. Naja. Weil Brennstoffzelle ist ja so ein bisschen Zukunft, denke ich auch. Ich weiß, dass die nicht so takten dürfen, ne? Die dürfen sich zweimal am Tag ein- und ausschalten oder irgendwie so. So war das zumindest mal. Ja, also ich finde halt, ein Wirkungsgrad von über 90% ist schon sehr vielversprechend, ne? Wenn man sagt, ihr doch auf Wärme hätte, oder was? Nein, ich stehe vor der Tür. Ich stehe jetzt hier die Beine vor dir. Holger, wir sind alle vier mindestens 10 Meter Radius von dir. Gut, dann gehe ich jetzt rein. Jeder guckt wieder nach dem Monitor.
Unten rechts. Ah, das war zu hoch. Gänsemarsch. Gänsemarsch. Das ist Stefan, der ist erstmal hingefallen. So. Ich bin ja gar nicht hingefallen. Oh, ich bin. Guck mal, die mögen sich. Ich sehe das schon. Ey, wirklich? Wir können uns das im Nachhinein ja zum Glück nochmal angucken. Ich bin nicht hingefallen. Ich bin durchgebackt und in der 890 Jump. Bist du in der 890 Jump? Du kannst aber dich nach unten raus droppen. Ja, jetzt bin ich wieder draußen. Scheiße, ich habe mir die Spritze gegeben und ich habe noch keine 100%. Ey. Ja, dann gib dir noch eine. Oh nee. Ey. Das ist, wenn du die manchmal zu früh nimmst. Ach, ja genau. Habe ich gerade gemerkt, ja. Du bist erstmal ein bisschen weh. So, ich bräuchte jetzt einen Kompagnon. Boah. Scheiße. Ja, dann muss ich ja nochmal tanken. So, wie sieht's aus bei euch? Ich bin gerade rausgefahren. Ja, du darfst nicht rein. Hast du es gesehen, Holger? Ja, habe ich gesehen. Du bist rein und dann bist du gleich wieder rausgescheuert worden. Ja. Das ist passiert mir auch, oder? Nee, jetzt bin ich zu hoch. Sag mal, wo ist der denn jetzt? Also erst hier auf Welle machen und dann nicht hinterherkommen, oder was? Boah, das war weg, ey. Boah, jetzt kommt es zu zweit. Ey, wo seid ihr denn? Ich bin da schon drin. Ja, ist schon drin? Ja. Also ich hab nichts angezeigt. Oh, ich bin auch drin. Ich kenne das immer nur als Fangfrage. So. Oh. Ja, wir müssen noch nach oben, aber ich kann nicht beide Seiten machen, das ist doof. Ja, da oben schießt noch einer. Ich bin getroffen. Scheiße. So, warte, Ruth, warte, dann gehe ich jetzt linke Seite. Ey, wieso blute ich denn jetzt auf einmal? Oh, hier unten ist noch eine Ratte. Ich glaube das nicht. Warte, einmal kurz C, zack. Kurz warten, Ruth geht sofort weiter. Ich muss den Medipen nehmen. Oh, also das ist echt ein bisschen... Also das ist kacke, wenn du nichts hast. Vorsicht, rechte und linke Seite. Oh, nichts an Ballern. Nichts vom Ballern zu hören, ne? Jetzt lädt er erst nach. Nee. Ruth, gehst du hinten gucken in die Räume? Wenn ich bin unten. Ja. Ja, dann. Geh mal ins Captain's Quartier. Habe ich. Ich habe ihn. Den haben wir schon mal. Und genau, du guck mal bitte hinten, weil hinten stehen eigentlich auch noch mal Leute drin. Was? Seit wann denn das? Habe ich letztens erst 2 Stück erwischt. Haha, hast du den Captain in Flagranti erwischt hier, hä? Ich weiß nicht, ob es der Captain war. Auf jeden Fall kam einer ist reingelaufen, dann bin ich hinterher und dann sind auf einmal 2 da gewesen. Also, die haben da gemeinsame Sache gemacht. Ja, und dann kam der Standardspruch, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja. Die hatten beide Klamotten an, also ich glaube, die wollten... Monitore gucken, links ist keiner. Warum Monitore? Wir sind fertig, sag mal. So, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ihr hört immer gar nicht zu. Wir müssen nur noch die 6 Leute killen, dann sind wir durch hier. Ich sehe hier gar nichts mehr, die sind alle tot, hinten im... Aber ich muss gleich einmal nochmal, denke ich, den Launcher neu starten, weil das ohne Ton ist kacke. Totale Verzögerung hier im Spiel. Ey, ihr seid schon alle fertig und ich. Ja, aber ich höre dafür nichts. Also ganz ehrlich, weißt du, wie kacke das ist? Wenn auf mich geschossen wird, muss ich erstmal gucken, wo sehe ich eine Kugel ankommen. Also. Nee, das macht keinen Spaß. Es sind ja noch nicht welche. So schlimm. Nein. Ich habe 18 Frames per Second, das ist viel schlimmer. Also hier sind alle fertig, ne? Ja. So nicht, ey. Aber wir wollen uns ja... Ja gut, das war uns ja allen klar, ne? Wenn sie jetzt hier so eine Angebotswoche rausknallen, dass natürlich alle, die umsonst daddeln können, gleich wieder drin sind, ne? Die einen Account haben. Ja, aber auch generell. Also ich meine, ich verstehe es, dass kein Content da ist und dass der erst entwickelt werden muss. Aber man kann das Spiel ja schon ein bisschen performanter machen, ne? Ja, aber ich glaube, dass für die Leute, die jetzt mittlerweile schon mitspielen, dass da die Server eigentlich gar nicht reichen. Ja, das auch, aber... Deswegen haben wir ja die ständige Überfüllung. Ja, aber so schlecht finde ich das nicht. Also Vorsicht, wir haben hier einen Weißen schon. Aha, wenn man jetzt rassistisch? Nein. Der ist weiß. Ich bin die Schwarzen gewöhnt. So. Nein, aber das ist... Nee, ganz ehrlich. Ey, einer haut ab. Ich bin tot. Nösi. Oh, ich denke, hier flüchtet schon wieder einer. Ehrlich, er weiß man noch nicht. Ich weiß, was ich meine. So wieder irgendwas Neues im Gameplay, was einen schockt. Wieso ist Holger tot? Ja, weil... Da war 2 unten in der Manga drin. Was? Also nicht im Manga, in der anderen Halle, da weißt du? In der Garage. Ja. Da wo die ganzen Dinger stehen, ne? Die Kartons. Kisten. So, Nösi, bist du ready? Direkt in der Tür, wenn du reinkommst. Nösi, wie bist du reingegangen? Über die Seitentür, ganz normal wie immer? Ja.
Also bist du den ganzen Weg hier schon abgelaufen? Hier war keine mehr. Ja, wenn Holger gestorben ist, müssen ja... Da sind immer noch zwei. Ja, eben. Und uns fehlen drei. Ich hatte vielleicht ein bisschen eingetroffen. Ey, Ruth, ich bin auch gleich da. Ich bin eigentlich hinter dir. Fertig. Nein! Nein, ich bin auch tot! In der Garage ist noch einer. Ja, hinten, ja, hinter den Kisten. Nee, ich habe drei in der Garage erledigt, aber einer ist noch da. Der Garage? Ist in den Kisten. Also ich habe jetzt noch zwei auf dem Schirm. Zwei, jetzt sind es noch zwei. So, und die werden auch beide dahinter sein. Nösi, wo bist du? Ich komme jetzt dahin. So, der eine ist auf jeden Fall dahinter. Nösi, fahr mit einem Aufzug in den Engine Room und komm von hinten. Weil der... Nein, der visiert auf mich. Das heißt, der hat dich... Der hat dich mit Glück gar nicht auf dem Schirm, wenn du da rauskommst. Nösi, komm von hinten. Von hinten? Ja, Mann, endlich kriegst du mal die Erlaubnis, dann mach es doch auch. Ich bin schon wieder auf dem Desktop, ey. Kann mein scheiß Desktop nicht mehr sehen heute. Ich war der Meinung, dass hier unten... Trotzdem. Pass auf, bist du da? Ja, hier oben. Ist da nur noch einer? Einer ist nur noch Rest. Jetzt ist die Frage, entweder steht einer von denen im Raum oder der ist wirklich hinter der Kiste. Ja, du hast ihn, top. Dann haben wir jetzt, was, ich glaube 18.000 kriegen wir jetzt für die ganze Nummer. Ich krieg ja noch mehr, weil Holger und ich gar nicht mehr im Spiel sind. Ach nee, ne? Nee, ich glaube, er teilt trotzdem. Ja, denke ich auch. Na gut, wir werden es jetzt gleich sehen, was wir verdient haben. Denke ich nicht. Nee. Ja, aber Nico, warte mal. Wir haben doch den Auftrag gemacht mit denen. Das ist viel zu wenig. Ey, wieso komme ich da nicht durch? Für 12.000 gibt es ja schon Standard. Und ich glaube, du kriegst... Durch drei geteilt wahrscheinlich. Ja, das heißt, er muss ja irgendeinen von euch noch weiterhin bezahlen. Ja, egal. Irgendeiner hat auch Kohle gekriegt. Oh. Ja, bald. Aber sie hat nicht gesagt, du sollst nicht mit Mikro leiser machen. Mikro leiser machen, genau. Aber obergeil, wir können doch jetzt hier mit der 300 raus. Ja, ich habe die jetzt falsch rum eingestellt hier, also geparkt. Ja, das rum ist doch egal. Oh, ich komme nicht auf den Server. Nee, echt nicht? Nee, aber ich warte. Aber ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, weil wenn ich ehrlich bin, wollte ich sowieso neu starten, weil ich doch keinen Ton habe. Okay, ja, dann lass doch alle neu starten. Warte, dann starte ich. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wie lange läuft das Ding schon wieder? Eine Dreiviertelstunde. Ja, warte, ich starte einmal neu. Ja, weil ohne Sound, das ist echt... Das ist kacke. Ja. Muss die Leute hören. Geht ja, also auf die Spielmusik kann ich verzichten. Die hat er mir ja angezeigt die ganze Zeit, ne, oder? Die Schüsse hören und... Die Spielmusik genau. Habe ich sowieso immer aus. Nein, ich nicht. So ein bisschen, wenn ich alleine spiele, ist das, finde ich schon das echt angenehm, wenn das mal nicht ganz so ruhig ist. Weil ich eier ja auch viel zu viel so über den Planeten einfach mal rum. Wenn du dann gar nichts hörst, ne, und ich spreche ja in der Regel nicht so oft mit mir selbst, dann, ja, dann ist das schon, da braucht man echt ein bisschen Musik. Und, aber separat andere Musik will ich nicht anmachen, sonst höre ich das wieder beim Spiel nicht mehr. Die Upgrades sind jetzt verfügbar. Juhu! Wieso? Nein! Weil ich mir jetzt Upgrades gönne. Warte mal, echt, jetzt sind sie bei den Upgrades drin, warte. Ja, jetzt sind die Upgrades da. Dann wollen wir das auch hier generell mal weitermachen. Wo ist mein Notizzettel? Weil ich habe mir doch schon was zurechtgelegt, was ich machen werde. So, jetzt nehmen wir mal einfach die Dragonfly und schauen mal. Du alter Schmelzer. Hey, es ist doch gut, so kann man immer wieder neue Schiffe fliegen und gibt kein Geld für aus. Ja, das stimmt. Also Razor ist auf jeden Fall drin. So. Harbinger wird eine... Valkyrie? Hehe, genau, was ich mir ausgerechnet habe. Ja, aber gut, das weiß ich nicht. Hatten wir vorhin schon das Thema, ne? Ja. Welches man da sich unbedingt noch holen möchte. Acht. Ja. So. So. Total Cost 0 Euro, das sehe ich gern. Zack. Geh gleich weiter. Warte. Warte. Ich brauche noch ein bisschen. Echt? Ich wollte auch nur eigentlich im Hintergrund einmal kurz. Ich wollte auch eigentlich selber nur reinluschern, ob du jetzt eigentlich von allen Schiffen die Upgrades machst. Aber. So. Ja, dann werde ich jetzt die HLD upgraden, ne? Dann haben wir keine Reclaimer mehr.
Du, das ist eine Entscheidung, die musst du noch ganz alleine treffen. Ja, ich sag's nur. Dann, wenn du mit der nichts mehr vorhattest, ja, dann nicht. Dann hau die weg. Hast du eine Mail bekommen darüber, oder? Nee, ich hab auf blöd mal geguckt. Ja. Zack. Okay. Mein Cooper bleibt so wie er ist. Was so, bleibt so wie er ist? Jetzt habe ich 100 Tacken übrig. Was mache ich denn auch da? Boah, ich habe diesen Monat auch ein goldenes Messer bekommen als Subscriber. Aber ist doch gut, oder nicht? Wegezahnmesser. Oh, okay. So, bei mir lädt er schon mal zumindest. Das ist ja schon mal ein Anfang. Bei mir nicht. Nein? Ja gut, ich habe ja auch komplett neu gestartet, ne? Auch bei F1 nichts gekriegt. Wieso bei F1? Wir sind ja alle aus dem Spiel rausgegangen, Häuser. Ich lade jetzt gerade erstmal wieder ins Menü. Yes. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich dachte, wir claimen so. Nein, wir sind alle einmal ganz kurz ins Menü und ich brauche jetzt mal ganz kurz eine Sekunde, dann geht es bei mir auch weiter. Brauchen eine Sekunde? Denn das hier alles. Das Menü. Da drauf drücken. Da, 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 da. Boah, die Hammerhead kann man sich ja auch neu kaufen. Für also wenn jemand eine Hammerhead möchte. Für nur 725 US-Dollar ohne Steuer. $700. Puh. Nein. 20 Dollar. Puh. So, wie weit seid ihr denn überhaupt alle? Ich bin bereit. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Okay. Du bist auch PO. So, ja, weil dann würde ich jetzt langsam gleich auf Start drücken, aber das kann ich. Ja, warte, eben, genau deswegen frage ich ja. Dass, wenn ich es nämlich noch nicht kann, dass man dann eben wartet. Von mir aus kannst du auf Start drücken. Holger, Nösi, alle ready? Sie. Holger, machst du überhaupt noch lange mit? Egal, ich drück jetzt drauf. Ich bin gleich raus. Ja, meinst du, die Tür geht gleich wieder auf? Ja. Oh. So, und jetzt muss eigentlich nur noch die Musik im Hintergrund weg sein und die wieder normalen Ton haben. Dann bin ich zufrieden. Die ganzen Tage ist das so, da gehst du raus, gehst ins Wohnzimmer, setzt dich neben ihr, guckst Fernsehen, schlägt dir an. Na, das kenn ich. Das ist ja die Zielreise. So, und ich würde sagen, der Erste, der wach wird, kann direkt nach dem Auftrag gucken. Weil ich werde wahrscheinlich wieder zum Schluss erst aufstehen können. Meinst du? Ist auch immer so.
Wenn ihr mir alle erzählt, ihr seid schon alle da, da würde ich hier noch laden. Komm. Weil deine Uniform immer erst gebaut werden muss. Ja. Aber gut, spricht für seine Einzigartigkeit, ne? Ja. 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 Was guckst du denn da? Sag mal, gut, wie lange wolltest du denn heute noch machen? Überhaupt? Ein halbes Stündchen vielleicht noch. Okay. Ja, aber das passt alles. Zum Glück rocke ich das mit Nösi auch allein, ne, Nösi? Hm? Halbe Stunde? Ja. Ja, also ich wollte eigentlich, also ich spiele jetzt bis 9:30 durch noch. Ja? Ja, na klar. Mindestens. Ja, dann mache ich auch so lange bis. Ja, da, wenn ich jetzt die nächsten Tage nicht mehr da bin, dann. Eben, ne? Also da muss man das ja wirklich vollkommen ausnutzen machen. Außerdem muss ich jetzt erstmal die Prowler auspacken. Hast du? Ja. Und was, komm, was noch? Oder nur die Prowler? Die Prowler und die Valkyrie. Okay. Was ist denn das? Die Valkyrie hatte ich schon mal, das ist dieses große Dropschiff. Ach so. Das wollte ich haben für meinen Rock, damit ich die Cut des Black nicht mehr brauche, weil die habe ich nämlich jetzt auch abgegeben. Ja. Ja, und welches Schiff willst du als allererstes fliegen? Dann fliege ich das andere. Oder? Ja. Komm ich direkt mal mit. Überhaupt schon hier im Hangar habe, aber müsste ich. Oh, erstmal die Hammerhead claimen. Ja, ich brauche sowieso eine Sekunde, bis ich zu dir gelaufen bin. Also daher ist alles. Nö, sie ist auch schon auf dem Weg. Nee? Wie gar nicht mehr. Wie ich den Zeitfaktor sehe. 3 Minuten. Könnte Steffi die Dings voran. No, wenn er will. Ich hab so wenig Schiffe. Mann, man muss nicht immer ewig nach unten scrollen können. Weniger ist auch manchmal mehr, ne? Dadurch, dass die Halde jetzt weg ist, habe ich ja die Caterpillar nicht mehr und die Reclaimer nicht mehr. Ja, gleich 2 Schiffe, die fehlen. Selbst gemacht. Ja, was meinst du, wie das mal aussieht, wenn das Spiel mal startet? Ja gut, dann habe ich ja alles, was ich will. Ja, dann weiß ich. Oh. Krieg schon 2 Schiffe nicht mehr. Ja, nun blockier mal das Pad hier nicht, du. Ich bin auf Pad 4. So. Stefan, komm mit. Nein, ich komm noch mit. Ich wollte nur mal gucken, ob ich was claimen muss. Wo seid ihr? Ach so. Aber ich komm auch mit, komm. So, Pad 4. Du kannst nachkommen. Hey! War Kolga auch mit? Guck dir mal das Ding an, das Schiff meine ich. Ja, also von der Panzerung und Bewaffnung ist das richtig gut. Also da habe ich auch lange überlegt, aber ja, du hast nichts, kein Cargo, wirklich, du hast ja da nichts. Ja, gut, und dafür gibt es ja andere Schiffe, weißt du? Das ja, eben. Es muss nicht jedes Schiff alles haben. Nein, genau, es soll ja auch spezifische geben, ne? Aber also, es sieht aus wie ein fliegender Schrimps und Schrimps sind geil. Nee, da bin ich mit meiner Herkules schon ein bisschen besser aufgehoben. Ja. Ach, die ist das. Alles klar. Ja. Ich guck die mir erstmal von außen an, bevor man aufmacht. Ja, ich mach trotzdem schon mal auf. Ist das okay? Ja. Dann nein. Nein. Ja, das ist natürlich richtig geil, wie es auffährt, ne? Auch so ein Ding. Wie die Sentinel, weißt du? Kommst im All rein. Das ist so ein Alienschiff. Ja, ja. Du kannst zu den Seiten hier rein im All. Ja. Mal hier, weil die kannst du nämlich alle öffnen. Und da gibt es dann diese Luftschleuse. Ja. Dafür ist der rote Vorhang da. Der sorgt dafür, dass du drinnen halt überatmen kannst, überleben kannst. Was soll die Sitze hier? Das ist der. Ist gar nicht mein Schiff, warum erkläre ich das überhaupt? Ja, du kennst dich doch aus, also mach weiter. Ja, unten hast du für den Geschützturm der Co-Pilot. Genau, und hier sitzt der Pilot, wo. Gut, jetzt ist. Oben ist der Pilot. Da hast du auch nur den Piloten. Schade eigentlich.
Und unten hast Achtung, du. Achtung, Dennis, ich mach an. Warte. Ja, warte, nein. Ich bin auf der Leiter, warte. Ich muss meine Taschenlampe ausmachen. Mach mal an. Sieht schon fest aus, ne? Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Ich sehe das nicht. Ich? Nein, hinter dir ist eine Tür zugegangen. Echt jetzt? Ja, oder irgendwie ist dein Sitz so im Weg. Hinter dir ist eine Tür zu, du bist abgeschottet. Oder, ach scheiße, ich bin runtergefallen, oder was? Warte, wo ist denn? Also ich sitze jetzt hier, hinter dir irgendwie. Nein, Nösi ist oben. Ruth, hinter dir ist komplett dicht, Alter. Ist echt? Geil. Warte mal, ich steig mal aus. Geht's jetzt wieder auf? Ja, hinter dir verschließt eine Tür, wenn du reingehst. Ey, das ist aber praktisch, ne? Also, du als Pilot, guck mal, ich setz mich mal rein, du als Pilot bist eigentlich unantastbar. Also wie ich drin bin jetzt. Das ist ja geil, du hast ja hier, die Scheiben machen sich jetzt zu. Ja. Oh, Tatsache. Ne, da verschließt sich richtig eine Tür hinter. Ja, das ist richtig gut, wegen Druckausgleich und so, ne? Der Viewport ist geil, das Cockpit, Nösi, ne? Ja. Ah, und jetzt habe ich endlich Sukoran-Schilde. Besten im Spiel. Und nur deswegen wahrscheinlich auch das Schiff geholt, weißt du? Die baue ich jetzt gleich mal die Sentinel ein. Sag mal, sind das links und rechts Taubenflügel oder was? Ja. Nein, was macht er denn? Wieso dreht er denn? Hä? Die Ratte. Ach, du lenkst jetzt? Ja, warum das denn? Weil er da nicht sitzt? Ja. Ist ja cool. Also kannst du auch eigentlich... Ja, aber ich glaube, du hast... Nee, du hast ja das gleiche wie auch oben. Guck mal, auch bei dir, ja. Nösi, ist die Tür zu. Ja. Echt? Der Co-Pilot unten kann... Nösi, kannst du das Schiff jetzt steuern? Ja, macht er gerade. Macht er gerade. Das heißt, du musst gar nicht bis jedes Mal hochtigern. Du kannst auch direkt hier unten bleiben. Ja. Aber wie man gesehen hat, ist dann oben der bevorzugte Sitz, ne? Ja. Sag mal, müssen wir jede Tür einzeln aufmachen? Ja. Ich glaube, wenn Nösi auf Open Exterior klickt... Ja gut, dann... So. Genau, ja. Dann muss alles aufgehen. Ja, wir können ja trotzdem von Haus aus mal... Ja gut, spätestens wenn er springt, ne? Wo ist das hier? Flight ready. Genau, Flight ready habe ich gemacht. Ja, ja, dann macht er alles zu. Aber ich mache jetzt... Wir machen jetzt alles hier mal per Hand auf. Das habe ich Flight ready ausgemacht. Nein! Ja. Wenn du das wieder anmachst, dann machst du ja wieder alle Türen zu. So. Ah, guck mal, der Knopf hier, der ist ja oben in der Mitte über der Tür zum Öffnen. Ach ja, so wie das. Oh! Das war's für dich. Ich habe einen Turret, Motorrad hier noch. Hier oben. Mach mal auf. Ja. Viewport. Gut, mach mal auf, bitte. Was? Auf? Ich bin noch gar nicht. Ja, ist doch offen. Nee, bei mir ist sie zu. Alles klar. Fliegen immer noch nicht. Ja, gut, natürlich fliegt sie noch. Wir sind im All. Ich habe meine Sicht zugemacht. Okay, kannst du wieder zumachen? Warte. Hä, mach doch selber. Ich glaube, ich kann nicht so weit hochgucken. Nee, ich komme da nicht ran. Weil du hast dieses rote Licht hier und ich war ja innerhalb dieses Lichts schon. Da war eine Ansage an die Mannschaft. Ich bin raus. Holger! Willst du auch mal sehen? Warte, ich mach mal auf, dann geh du mal rein. Schönen Abend, Holger. Jo. Ja, ciao. So, kurze Überlegung: Holger ist nicht geflogen, ne? Gut. Nicht damit wir hier weiter rumeiern und keiner fliegt das Schiff mehr. Nee, ich fliege auch nicht mehr. Aber du hast. Aber wo geht das denn nach unten? Nee, wir sind unten. Hier, du kannst ja die Leiter nach oben gehen. Die Leitern haben sie geil gemacht, ne? Du kannst hier auch raus, hinter dir. Was sind das, die Escape Ports? Tatsache. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass man hier rein kann. Wo ist hier? Ist die Leiter? Stehen wir oder fliegen wir? Ja, wir werden es gleich sehen. Ich gehe mal hoch. Nein, wir stehen, ganz entspannt. Das ist ein ganz schön dicken Arsch. Das ist mir egal. Wo guckst du eigentlich hin? Warte mal, ich will mal... Könnt ihr in die Außenperspektive gehen? Nein, aber ich bin ja draußen jetzt. Ich bin ja draußen. Weil wenn ich jetzt Landegear einfahre... Habe ich schon gesehen. Das hört sich an, ey. Aber das hätten wir mal auf der hellen Seite machen müssen. Hier ist dunkel. Ja, und jetzt mach mal... Jetzt drück mal K. Also die Doors auf und zu, kann man da rausgehen? Nee, ne? Das ist doch? Doch. Das ist wieder zum Droppen der Leute, dass sie an der Seite direkt rausspringen. Ach, wollen wir mal in Quantum springen? Weil das soll nämlich auch ziemlich cool aussehen. Ja, aber dann warte mal. Dann muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Mal gucken, wie das hier ist mit Hinmaulen und so. Also auf jeden Fall funktioniert. Hinmaulen,
Ja, so, man muss das ja testen. Also eine Seite ist jetzt schon mal ein bisschen doof. Von hinten. Ja, egal, versuch von hinten. Das ist ein empty stream. Also dieses Viewport on and off sieht auch geil aus. Alter, was habe ich denn hier noch? Empty String, Target Engine, Disable Component Targeting, Pin Target. Nö, sieht nix drin. Unpin Target, Engine On, Engine Off. Bitte, 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 bitte. Spool Quantum, Shutdown Quantum. Oh nö, er will nicht, dass ich, oder? Alles öffnen. Alter, was habe ich hier für Bedienung? Was ist das denn alles? Denn, du. Am besten drückst du nix, ne? Das ist. Jetzt geh doch zur Seite rein. Oh, ey, muss ich auch. Echt, das ist ja voll nervig. Ich hab aufgemacht. Du meinst die kleinen, wo du rausgehst? Ja. Da bin ich an der anderen Seite schon wieder rausgeschubst worden. Genau deswegen. Oder vorne, die Leiter. Ja, die muss ich jetzt auch nehmen. Ist ja cool. Und das coole Schiff, das hat diese Gravel-Antriebe hier unten, wie die Dragonfly. Diese Schwebeantriebe. Habe ich jetzt echt auf Zumachen gemacht. So, Enter Ship. Jetzt. Okay. Also über die, über die Seitentür, da geht er. Aber warte mal, kann ich jetzt? Ich habe hier auch gar keine Sitz, wo ich mich rein... Doch, warte. Ha. Open Exterior, Close Exterior. Zack, so, ich habe mich festgemacht. So, dann. Ey, ich kann nicht in der Außenansicht von Schiff gehen, ne? Nicht? Aber warte mal, ich setze mich einfach auf den Co-Pilotensitz. Wenn Nösi. Ach, Nösi sitzt da schon. Ja, dann macht ihr beide mal. Ich will mal gucken, was die Höchstgeschwindigkeit ist. Wie hast du denn die Flügel jetzt nach oben gestellt? Mit K. Ach so. Ja, da ist das wie bei der. Wie bei der Catalyst Black. Das ist ja geil. Vorstellung, ja. Okay, die fliegt 1115. Okay. Ich kriege hier oben die Fenster nicht mehr auf. Oh, naja. Was für Fenster? Naja, ich kann nichts sehen. Die Sicht ist jetzt versperrt. Da musst du diesen Viewport öffnen. So heißt das. Hast du? Warte mal, Target Engine. Nee. Haben wir irgendein Ziel, wo wir hinspringen können? Ja, dann mach einfach irgendwo eins in der Nähe. Ja. Nee, es muss ja schon ein bisschen länger gehen, wegen. Weil denk dran, nur Nösi sieht das jetzt, ne? Ja. Du kannst ja gerne mal sitzen, Dennis. Du. Ja, aber dann siehst du das ja jetzt nicht. Nee. Siehst du? Aber ich kann auch nichts, keine Waffen benutzen, ja? Kann das angehen? Nee, das kann nicht. Du musst Enter Remote Turret machen. Aber ich glaube, auf so einem kurzen Sprung sieht man das nicht. Wir müssen schon ein paar Kilometer springen. Das ist schon ein geiles Bild, ne? Ja, aber keine 30 Millionen, das meine ich ja. Nee, nee. Also wenn das so 5 Millionen weg ist, darf ich die kennen, ne? Aber nicht irgendwie jetzt nach A-Corp, irgendwie 50 Mille oder so. Ich muss was gucken. Ah, hier, A-Corp, 59. Ey, ich brech zwischendrin ab, weil er muss ja in diese Stage 2 reinkommen, glaube ich. Warte mal. Vielleicht ist es auch gar nichts Besonderes. Ja, du, auf jeden Fall bei den Banus, da hast du das auf jeden Fall, ja. Ne? Weil da hast du es ja grün, glaube ich. Warte, er ist noch nicht in der zweiten Stage. Der braucht ganz schön lang, bis er springt. Echt? Ja, ist ja, ja. Standard, ne? Ja. Vielleicht musst du noch einen anderen Quantum. Jetzt springt er. Boah. Ja. Was sieht er? Alter, siehst du das, Nösi? Ja. Außenperspektive? Außen? Geh mal Außenperspektive. Ja. Alter, Dennis, komm, setz dich mal auf den Pilotensitz. Was ist das denn? Das ist ja. Oh, LSD-Trip, Alter. Echt? Ja. Oh, warte mal, es rückelt gerade. Ich bin aufgestanden, kannst du hochkommen? Springt die schneller oder warum ist das so? Oder ist das. Keine Ahnung, ist halt LSD. Anderes Schiff. Ach so. LSD.
Siehst du schon was? Ja, aber ich setz mich hin, ich will's ja richtig sehen. Ja. Ja, aber das ist ja wirklich, Alter, da muss ja echt auf Pille sein, ne? Ja. Damit man das ertragen kann. Wenn du unten in diese Sitze reingehst, kannst du nicht aus der Perspektive gucken. Nein. Also ich saß jetzt nur in den Seitensitzen, ne? Wie das in den mittleren Sitzen ist, stand, wo du ja stehst. Da stehst du ja drin. Das weiß ich nicht. Warte, das probiere ich jetzt auch mal aus. Hast du Quantum ausgemacht? Ja. Okay, ja, dann spring doch mal zurück. Wo sitzt man überhaupt? Ey, ich sehe mich gar nicht hier vorne. Oder ist es das kleine Fenster hier? Nee, du kannst von diesem Sitzen hier in der Mitte nicht in die Außenperspektive gehen. Nüsi, hast du es jetzt geschafft mit diesem Viewport an und aus, dass du rauskommst? Ja, ja. Ja, okay. Schon cool. Ich geh mal raus, kann der andere mal hier. Nee, bleib doch. Mach hier eine Seitentür auf und guck zur Seite raus. Was haben wir hier noch alles so Schönes? Nix mehr. Das war's in dem Schiff eigentlich. Also hier... Also ja, ich kann mein Schiff irgendwie nicht bewegen. Ich gebe Vollgas. Der weiß wahrscheinlich, Lucy wieder hier Kontrollhoheit hat, hä? Ja, aber er ist auch unten. Stimmt. Lucy, steh mal auf. Also doch. Lass Dennis fliegen. Intems. Was haben wir denn hier? Intems? Power? Guck mal, an den Sitzen hier in der Mitte steht netterweise drauf, maximal 5400 Kilo. Wer soll sich oder ist setzen, unten oder? Der Pilot und oben ist Torbett. Ich habe jetzt nämlich oben nur auch nur den Torbett. Ja, aber unten sagt er Co-Pilot sitzt. Oben sagt er Pilot Seat. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich drück Z und geht nix. Warte mal. Viewport off. Aber ich finde es das cool, dass die das hier so in diesem rötlichen Stil gemacht haben, so richtig Dropschiff-mäßig, ne? Ja, oh, stimmt. Nee, bei mir bewegt sich nichts. Also ich kann das Schiff nicht drehen. Das Schiff steht für mich still. Also irgendwas, irgendein Problem haben wir doch gerade schon wieder hier. Flight ready. Flight. Gut, versuch du mal. Nee, das Schiff, das. Die Triebwerke starten schon, aber das Schiff bewegt sich nicht vom Fleck. So, ich kann ihr Flight Ready machen. Mach mal. Ich hab grad mal gezählt. 16 Sitze hast du hier drin. Auch die in der Mitte? Die steht. Ja. Weil ich glaube, hier hast du ja immer 2 pro, ne? Genau, ja. 2, 4, 6, 8. Da hast du hier vorne noch 4. Und hier hast du 4. Hier 1 und hier 3. Ja, aber es reicht doch. Ja. Fast der halbe Server, der hier ranpasst. Ja, jetzt noch. Ja. Oh, hallo Nösi. Na, jetzt habe ich auch mal aufgestanden. Genug gespielt. So, kannst du. Ja, mach mal. Setz dich doch hier unten rein. Oder Dennis. Was denn? Geh du mal da unten in den Sitz. Nee, ich kann mich aber hier reinstellen. Hier. In den Stehenden. Ah. Okay. Ja, dann kann es ja losgehen, ne? Wie das aussieht. Ist ja cool. Ja. Das finde ich ja witzig. Naja, Außenansicht geht nicht, ne? Ja, stimmt. Doch, aber du siehst halt nicht das. Oh, aber geil, dass du von. Du kannst aber trotzdem die Türen öffnen, Nösi. Du kannst rausgucken. Ja. An die Exit zit. Scheiße. Sag mal, bewegst du dich überhaupt ein bisschen? Nee, doch nicht. Nee, ne? Du gibst Vollgas, aber er geht nicht weg, ne? Jetzt bewege ich mich. Wieso? Was, woran lag's? Ich habe gerade kein Gas gegeben. Ich habe gerade Quantum gespoolt. Okay. Und jetzt springe ich. Jetzt hat er zugemacht wieder. Ja, genau. Hä? Habt ihr den Quantum gerade abgebrochen? Nee, wie denn? Indem wir die Türen aufmachen, wenn er springen will. Ich habe jetzt neu spoolen müssen. Warte. Ach, scheiße. Ich mache mal Sitz. Jetzt kann ich nicht mehr spoolen. Nee, echt nicht. Nee, warte, ich muss mal kurz aus dem Sitz raus. Nee, doch, das geht. Ich muss bestimmt meine Tür zumachen. Das werde ich mit dir. Ja, aber die macht er doch eigentlich von selbst zu. Ja, aber ich habe direkt danach gesagt, wieder aufmachen. Oh.
Ja, vielleicht, ja. So, ich habe meine Tür geschlossen, guck mal. Moment. Er spult. Und dann mache ich sie mal wieder auf. Ja, kannst du machen. Ja, nur mal gucken, ob das, ob du wirklich jemanden so ausbremsen jetzt kannst. Springen wir. Nö, jetzt mach das. Nö, jetzt kannst du deine Tür auch aufmachen. Hab ich. Ach, ihr seid im Sitz drin, oder was? Und ja, wir sind in den Stehpult, wo du ja von da aus direkt rausgehst. Ja, ich muss da jetzt halt noch fixe Waffen drunter knallen unter das Teil. Dann ist er noch stärker. Mhm. Dann, Alter, aber der Quantum Drive hier, der ist ja echt... Ja, der ist... Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie den beibehalten sollten. Weil du hast ja schon manchmal so jetzt die weiteste Strecke. Jetzt überleg mal, du fliegst mit dem Ding 9 Minuten oder so. Ja. Ja, dann musst du mal einen Explorer aufmachen. Windows Explorer. Und du hast ja nicht mal was, ja, was du im Schiff machen kannst. Ja. Ja, doch, Epilepsie bekommen. Ja, das, ja, aber du hast ja recht. Weißt du, was ich meine? Überleg, so ein echter Pilot, ich blick das so in Quantum und einfach sitzt das so in seinem Sitz drin, so Ja, absolut fertig, ja. Aber ein Vorteil hat's, wenn du es nicht angucken kannst, machst du einfach einen Viewport zu, ne? Dann siehst du es ja nicht mehr. Oh, ja, aber trotzdem. Stimmt eigentlich, ey. Ja gut, das haben sie schon geil gemacht, das. Aber da, wenn später so diese EMP-Technik richtig drin ist und du das Schiff ausschaltest, dann sieht der Pilot ja gar nichts mehr. Du schaltest das ja, wieso schaltest du, nur weil du den Schutz zumachst, gleich das Schiff ab? Du drückst ja nicht Power off. Du schaltest nur die Konsole ab. Ja, nee, aber dieser Viewport ist ja elektrisch und ein EMP macht ja alles kaputt, was elektrisch ist. Oh, stimmt, weißt du? Dass du nicht, damit du blind bist, ne? Ja, dann bist du nämlich richtig blind, weil dann siehst du nämlich nichts mehr. Nee, das ist richtig, ja. Das sind ja nur kleine Bildschirme. Ja, also brauchen wir Holger. Holger muss dann sein Schiff holen mit EMP und dann setzen wir dich einmal Alarm und testen das. Oh, das können wir sowieso testen. Die Schilde und die Panzerung. Will mal jemand noch ein Schiff spawnen? Oder soll ich, soll ich noch ein Schiff spawnen? Mir egal. Sind wir denn schon da? Sind wir schon wieder an der... Dazu. Ja, warte, ich muss erst gucken, wo der Tressler ist. Auf der Rückseite? Ist egal, dann flieg über den Raumpunkt. Ja. Aber ja, siehst du, bist ausgestiegen, hast es angelassen, jetzt kann man rausgucken. Hm. Setz dich mal rein, ist geil. Boah, ich mach das gerne nochmal. Tatsächlich. Was mit der Tür? Ich schieße jetzt auf die Tür. Passiert nichts, ne? Ja, kann sein, weiß ich nicht, ob das Schiff Schaden nimmt, ne? Er schießt auf die Tür, passiert nichts. Ne, passiert nichts, kannst du nicht durchschießen? Quantum Travel complete. Ach so, durch diesen Schild? Mhm. Nein, er meint jetzt, wenn hinter dir, hinter deiner Kabine die Türen zugehen. Ach so. Ja, bist du so kugelsicher. Aber das ist ja in die von Schiff. Und ich glaube, das ist das Problem noch. Ja. Ich glaube, dass du dann irgendwann das einfach deines Schiff explodiert. Das glaube ich schon. Weil es ist ein Schaden, der wirkt nicht von außen, sondern von innen. Und ich glaube, so weit sind die noch gar nicht. Ja, glaube ich auch nicht. So, dass du innen... Genau, dass sie das. Genau, die sagen jetzt nicht, der schießt auf die Tür, sondern das Schiff hat jetzt einfach innen Schaden. Ja. Oh, hier sind Sachen drin, die kannst du auch rausnehmen. Mach es nicht. Du holst uns bestimmt aus dem Quantum, die Waffen gehen nicht mehr, Stromzufuhr ist weg. Ja, hier hast du 3 Türen, das hier oben. Quantum-Schilde vielleicht? Ja, mach doch mal auf, guck doch mal rein. Reingucken kostet nichts. Ich finde die Steuerung in dem Schiff so intuitiv. Also, ich meine, wenn das jetzt was Echtes wäre, der hat ja einen Knüppel in der Hand und kann mit dem alle acht Achsen darstellen, was man mit einem Schiff überhaupt fliegen kann. Aber guck mal, wir können die Komponenten gar nicht rausnehmen. Nee, das habe ich auch schon versucht. Ja, wieder. Mal
gucken, was die hier so an Licht hat. Hat die überhaupt Licht? Ja, aber das siehst du doch jetzt sowieso nicht. Da brauchst du ja wieder... Da lass uns mal, wenn wir bei der Raumstation sind, dann kannst du es testen. Ich bin doch in der Raumstation. Für mich fliegen wir. Also hier sieht das aus, als ob du noch im Quantum bist. Was? Nein. Aber das Licht ist, scheiße. Stehen wir denn schon? Nein, ich muss Landeerlaubnis holen, Moment. Ja, von außen nochmal angucken. Scheiße, gib mir mein Landepad, danke. Gott. Hast du dich erschrocken oder was? Nö, das rumpelt immer so geil, ne? Das ist richtig schnell gegangen, dass das Landegear ja ausfährt. Mach nochmal. Das Doofe ist, ich sehe hier nicht ganz so viel. Na gut, das ist ein Schiff mit schnellen Angriffen, ne? Ja. Oder wie? Ja, um schnell zu droppen, ne? Ja, das soll ja irgendwann auch schweben können über dem Boden. Also nicht nur fliegen, genau, sondern auch ja über dem Boden ja schweben. Aber ja, auch zum Droppen kann das ja sein, dass du... Oh, du sagst, wir sind da, ich spring raus. Ja, perfekt, oder? Richtig ist Dropschiff-Manier hier. Wir sind da, zack, raus hier. Ja, aber das Coole, ich sehe hier nicht mal die Raumstation. Was? Wie viel? Susi, bist du bist du? 35 Kilometer von mir weg. 38. Hä? Ich stehe auf dem Pad von der Raumstation. Dennis, 46 Meter von mir weg. 50. Wo seid ihr? Ich bin im All. Ich hänge hier. 50. 72. Jetzt wird's mehr. Das ist ja verrückt alles. Hä? Ich kann euch ein Bild machen. Ich stehe auf dem Pad. Ey, du bist 38 Kilometer weg. Ich schick dir auch gleich ein Bild. Und Nösi ist bei mir festgefroren. Also ist egal, in welche Richtung ich mich drehe. Der echt? Ist immer an der gleichen Stelle. Ja. Ich bin im All. Ich bin hier mitten im All. Dann ist vielleicht verbannt, ne? Vielleicht, ne? Ja. Hier, ne? Nochmal ein Bild geschickt? Nein, ich glaub dir das ja. Aber ich sehe ja selber, dass du jetzt hier gerade irgendwie 36 oder 38 Kilometer weg bist. Ich hab euch auch gar nicht auf dem Schirm. Der ist im All. Ja, ich ja. Ich muss jetzt... Also ich bin nicht weit weg von der Raumstation, ne? Aber irgendwie war er bei mir noch nicht fertig. Ja, warte, dann bringt euch doch einfach mal um, dann müsstet ihr ja hier spawnen. Ja, sparen wir uns den Flug, ne? Ja. Ich bin jetzt aus dem Schiff raus und bin auch im All. Echt? Bist du auch im All? Ja, 200 Meter bist du weg von mir. Siehst du mich? Nee, ich habe jetzt gerade Selbstmord begangen. Ach so. Sehr witzig. Ich fühle mich gerade wie dieser Springer da, wie hieß er noch? Baumgärtner. Baumgärtner. Aber ganz ehrlich, mega geil, wie er das gemacht hat, ey. Ja, ja, wie oft hast du so eine Chance? Ich hätte die Eier nicht dazu gehabt. Nee, das, da brauchst du schon richtig, ja. Da brauchst du richtige Kochonnes, ey. Ja, ey, wenn da was nicht funktioniert, ne? Ja, und der ist ja auch getrudelt während seinem Sprung, ne? Ja, war bewusstlos im Moment, ne? Ja. Aber auch das Hochfliegen muss schon richtig übel sein. Ich glaube ab. Auf sowas hätte ich mal Bock. Also mal rausspringen auf gar keinen Fall. Nee, also bloß heil wieder runterkommen, ne? Das ist ja so wie jetzt. Wie, so wie jetzt? Ja, so wie jetzt. Wenn, das du hier im All, wenn du hier im All schwebst. Ja. Fast schwerelos springst du. Ja, aber ich finde, der Aufstieg, der ist das ja, ne? Dass du eigentlich mal siehst, wie klein wir alle sind. Und wie groß das für ein Verhältnis eigentlich ist. Jetzt habe ich Dennis auf dem Schirm hier. Ja, ich bringe mich jetzt auch um. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu. Ja, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, ist, wie du hier aus der Prowler rausspringst. Diese Flügel, die nach unten gefaltet sind, sind auch gleichzeitig Deckung für die Leute, die rausspringen. Ja, deswegen sind sie ja genau davor gesetzt. Und da hast du auch die Düsen drauf, dass wenn du sie nach unten machst, dass du den Schwebemodus machen kannst. Genau. Und du kannst nämlich dich auch hier hinstellen und deine Waffe durch die Flügel durchstecken und schießen. Echt? Und bist dann trotzdem in Sicherheit. Sag mal, aber auf welchem Pad bist du denn? Keine Ahnung, ich bin ja von außen gelandet. Warte, geht mal. Ja nicht dran. Ja, ich komme mal jetzt auch zu irgendeinem Pad. Ja. Und ich gucke mal einfach. So oft blöd hast du bestimmt. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Pad 1 oder 2 machen. Also, ich habe mir hier schon einmal hingestellt. Zum Kotzen? Oder? Zum Pinkeln.
Ach so. Nein, habe ich nicht. Aber. Dann müsstest du nicht mehr aufstehen. Katheter. Katheter noch geiler. Ich muss den nicht mal mehr einmal leer machen gehen. Katheter. Ey, was ist denn hier heute los? Wieso? Nö, ich finde das ganz witzig. Oh, habe ich auf Hanger gedrückt? Oh, ich wollte auch auf Pad drücken. Ja, geil. Ich muss, glaube ich, nochmal zu Grimhex irgendwie demnächst, weil die Schiffe hier nicht mehr claimen kann. Ja, da musst du doch nicht extra für nach Grimhex. Wieso, wo soll ich sonst hin? Hier vorne, MIG-1 heißt das Ding, glaube ich. Meinst du? Ja, das mache ich doch selber so. Warte, wenn du weiter rauszoomst aus dem System raus, dann kommt hier genau MIG-1. Da flieg mal hin. Da hast du nämlich auch eine Raumstation, da kannst du auch claimen. Wie, ach scheiße, ich hab ja eine. Boah, du Ratte, echt. Und weg. Okay. Mach ich. So. Gut, du bist also wieder da. Ich brauche nicht mehr aufs Klo, ich hab einen Katheter jetzt. Immer dieses Aufstehen, ey. Aber weißt du, was das Schlimme ist, Nüsi? Ab einem gewissen Alter, ne? Glauben die dir das, ungefragt? Ohne Flachs jetzt. Ich musste mir schon mal in China einen Katheter legen lassen. Ja, was willst du machen? Ja. Gibt's was Schöneres? Was hast du denn? Da gibt's wesentlich Schöneres. Ja, keine Ahnung. Wir waren abends unterwegs und haben ein bisschen viel getrunken. Und auf einmal konnte ich nicht mehr pissen, ne? Und das ging da die ganze Nacht so und die Blase hat sich quasi immer mehr gefüllt. Ja, normal, damit du das ablassen kannst. Ja, normal. Muss. Ja. Und die haben also. Boah, das muss ja aber wehgetan haben, ne? Ja, oh ja, Alter. Und das Problem war, das war halt 4 Uhr nachts oder was, ne? Und im Krankenhaus war halt keiner mehr da. Und dann war da hier so ein Bereitschaftsdödelarzt. Oh nein. Ey, nee, erzähl bloß gar nicht weiter. Du tust mir jetzt schon leid. Ich hoffe, du hast Schmerzensgeld gekriegt. Echt. Dödelarzt. Und das Lustige war. 153. Der hat mir dann halt dann den Katheter gelegt. Und dann währenddessen war sogar noch Stromausfall in der Klinik. Nein. Alter, du hast ja echt Pech gehabt. Da musste mein Kollege mit der Handytaschenlampe dastehen mit dem Arzt. Oh nein. Oh Gott. Ey, da hast du ja echt alles erfüllt, ne? So an Pech alles mitgenommen. Oh. Am nächsten Tag war es noch besser, weil ich habe dann gesagt, scheiß auf die Baustelle hier, ich hau ab, ich flieg nach Hause, wer weiß, was das ist. Nüsi, hast du dir ein Schiff geholt? Ja. Und, deine Titan? Wo seid ihr denn? Auf dem Nachbarpad. Ich bin jetzt... Falsch, ja, ich bin auf dem Nachbarpad. Ja, woher soll ich denn wissen, auf welchem Pad du bist, wenn du mir das nicht sagen kannst? Ja. Was hast du denn jetzt gehabt überhaupt? Ja, das haben die deutschen Ärzte auch nicht gewusst. Oha. Das scheint wahrscheinlich irgendwas Nervliches gewesen zu sein, dass auf einmal die Blase gesagt hat, nö. Naja, oder der Muskel einfach nur verschlossen hat, ne? Verkrampft vielleicht. Ja. Ah ja, pass auf, am nächsten Tag habe ich ja gesagt, ja hier, Plane, ich flieg nach Hause, habe ich gesagt, ne? Ja. Und dann haben sie mich entlassen, habe ich gesagt, ja, der Katheter muss aber raus hier jetzt, ne? Mann, nee, erzähl das gar nicht. Und dann kam irgendwann der Übersetzer, endlich mal, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, sag dir mal hier, dass der Katheter raus muss, das hat er gesagt. Ja. Und dann nimmt der Übersetzer irgendwie meine Hand, keine Ahnung warum. Und du musstest das selber machen. Nein. Meine Hand, wahrscheinlich wollte er mich trösten oder was weiß ich, was der machen wollte. Und dann zieht der Arzt mir diesen scheiß Katheter raus und es hat so weh getan, dass ich zugepackt habe und hab dem anderen die Hand gebrochen. Nein! Oh! Doch! Mega geil der Tag, ey! Das ist aber schon mal. Oh, recht. Nee, Alter, da will ich nicht mit dir tauschen, im Leben nicht, Mann. Nee. Vor allem in China, weißt du, in diesem Drecksloch. Mann, hör auf, ist egal, aber Mann. Dann war ich in Deutschland in der Klinik, die wussten nicht, was ich hatte. Dann habe ich einen Monat lang einen Katheter durch die Bauchdecke bekommen. Nein. Einfach nur so, als falls es wieder auftritt. Zur Erinnerung. Oh nein. Ja. Oh, ganz schlimm. Ja, das ist immer. Ich war in China. Komisch, das war 2016. Ja, aber gut, ja, Technik geht weiter, ne? Ja. Aber komisch, ey. Seitdem habe ich gesagt, ey, ich sauf nie wieder so viel Bier an einem Tag.
Weil wir haben schon sau tief ins Dusk. Der Kunde hat uns eingeladen, ey. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich in der Nacht im Hotel, im Krankenhaus war. Oh, aber das ist, ja, aber das ist eine schlechte Erinnerung. Sowas ist nicht schön, Mensch. Ja, ja, die haben auch, vor allem, die haben den ganzen Abend irgend so einen scheiß chinesischen Schnaps gesoffen, ne? Der riecht wie Parfüm, ne? Also richtig scheiß Zeug. Und der hat irgendwie 60 Umdrehungen oder was gehabt. Und, dann bin ich so zu Hause, dann kommt der Mechaniker-Kollege bei mir vorbei, hat noch meinen Rest gebracht, den ich noch im Hotel hatte. Und hat unter anderem gesagt, hier, der Kunde hat dir noch zwei Flaschen von dem guten Schnaps geschenkt, als Trost. Was, ne? Jetzt habe ich die zwei Flaschen hier in meiner Bar zu Hause stehen. Und immer wenn ich einen Gast hier loswerden möchte, sage ich, hier, ich habe was Gutes aus China mitgebracht. Oh, in der Hoffnung, er kriegt dasselbe, oder? Ja. Oh, Manno. Nee, nicht, dass er dasselbe kriegt, aber ohne Witz, das, also... Trinkst das nicht mehr. Fotografieren bringt ja nichts, das muss man ja riechen, ne? Aber, oh... Ja, dann trink es nicht. Brutal, ist wie eine Parfümflasche, ey. Ja, dann verschenk es weiter. Hast es gut gemeint. Nee. Soll sich jemand anders mit abquälen. Ja, aber es ist immer so ein Gag, weißt du, wenn ein paar Kumpels hier sind oder ein paar Bekannte, da erzähle ich immer eine kleine Story über Chinesen, dann zische ich diesen Schnaps da auf und dann alle so, was ist das denn? Aber was ist denn das? Ist das, von denen Schnaps, ne? Ja, das ist, wohlhabende chinesische Firmen lassen ihren eigenen Schnaps brennen. Okay. Und da ist dann das Firmenlogo drauf, ne? Okay, also. Warte mal, ich mach mal ein Bild von. Ich komme sofort. Oh, oh. Was ist los, Nessie? Heftig. So. Katheter und so. Ja, das ist schon. Jetzt das Schiff weg. Gespawnt. Nee. Doch. Warst du das jetzt schon gerade mit der Titan oder nicht? Mhm. Weil ich sehe deinen Namen spiegeln gar nicht mehr. Ja? Ich bin jetzt rüber zum MLCL1. Ach so, bist hingeflogen. Mhm. Ja, ich will mal gucken, ob das funktioniert. Ja, normal, ja. Weil du bist ja auf einer anderen Station. Also das würde mich wundern, wenn das nicht geht. So mache ich das doch immer, wenn ich das mit der Cutlass Red habe. Mhm. Dann fliege ich auch immer bis dahin. Also wenn ich jetzt hier auf Microtech bin und dann... Mhm. Ja, ist der kürzeste Weg, ne? Ja. Doch, hab's mal rausgeschickt. Und hier an diesem Label, das da dran ist, links, dieses Firmenlogo ganz oben und TDF unten drunter, das war die Tianding Feng. Das war diese Firma, für die ich gearbeitet habe. Also, oh, schon mal eine Flasche, wo du nicht reingucken kannst. Ja. Hast du mal geschüttelt, ob da noch Frösche drin sind? Also wie gesagt, ich habe sie ja offen und gieß da immer schön aber, ein paar Leuten was. Aber 38%? Ja, siehst du, der hat sogar weniger, weil der dort, der direkt aus dem Fass, der hat, stimmt, da steht 38%, siehst du, so genau lese ich den Scheiß gar nicht. Der dort hat auf jeden Fall 60% gehabt. Ne? Ja, okay. Aber erstmal ein Hals. Ja, natürlich, muss ja, ne? Aber das ist eigentlich an sich, ist das eine richtig geile Flasche, ne? Ja, eben, deshalb habe ich sie auch behalten. Da war auch eine richtig geiler Karton dabei, so ein richtig schön glänzend roter, ne? Aber den habe ich weggeschmissen. Also die Flasche ist edel, dann kippt die aus, ja. Wenn da Kacke drin ist. Ja, aber ich brauche doch irgendwas, um Gäste zu vergraulen. Tennessee Cognac. Oh, ich habe viel gute Sachen in meiner Bar. Ich muss dir irgendwann mal ein Barbild schicken. Ich mische ja manchmal auch selber Cocktails und so zu Hause. Ach so, okay. Aber ja, das ist die Flasche ist richtig hübsch, ey. Okay, Google. Was? Regnet es dieses Wochenende? Es wird nicht regnen. Es wird teilweise bewölkt bei 22 Grad. Super. Lässt echt Google bei dir zu Hause zuhören, was du so tust und sagst. Mhm. Naja, der hat nichts zu verheimlichen. Ich bin zwar ein Techie-Guy, ne, der hier alles auf Smart Home und so gern hat. Ja. Aber irgend so ein System lasse ich bei mir nicht zuhören. Weder Alexa, noch Google, noch Siri. Ja, vor allem, wie sie sagen, sie schalten sich hier ab. Ja, aber wie können sie denn hören, wenn ich ihr Name sage?
Ja. Weißt du, was ich meine? Also, es widerspricht schon so ein bisschen. Also, ich bin ganz bei dir, Ruth. Genauso mache ich das auch. Also, Technik bin ich auch nicht hinterher. Ja. Aber ich habe alle technischen Spielereien, die man sich vorstellen kann, ne? Aber so, auch so Smart Home, aber ich steuere halt alles manuell. Ich kann zum Beispiel hier Lichter und Steckdosen an- und ausschalten im Handy. Theoretisch auch per Sprache. Aber eben nicht, dass Mikrofone oder Kameras an sind, ja. Genau, aber eben nicht auf Zuhören. Und Kameras habe ich bei mir zu Hause auch keine. Also, ja, doch, die habe ich schon, aber die läuft über ein separates System. Ja, weiß nicht. Also Außenkameras würde ich mir gerne noch hinmachen, aber Kameras drinnen, nee. Also, ja, aber machen ja auch einige, ja. Ja, aber, also ich wohne jetzt in keiner Gegend, wo es kriminell ist oder was. Da muss ich erstmal auf den Tisch klopfen. Aber, nee, ist ja hier Land. Ja. Also keine Großstadt oder so, wie bei euch. Ja, aber uns bringt auch die Kamera nicht so viel. Das ist. Wenn die Kamera gleich mitgeklaut. Ja, so ungefähr, fast, ja. So, ich würde jetzt nochmal die Valkyrie rausholen und versuchen, den Rock in das Teil einzuladen. Ja, ich komme jetzt einfach auf Blöd mal mit. Also wenn du danach sowieso ausmachen willst, dann will ich jetzt nicht extra ein Schiff noch holen. Halbes Stündchen noch, ne? Ja, eben. So lange mache ich auch noch mit und dann endet das ja auch hier, ne? 04. Ja, ich muss auch mal das Flugverhalten von dem Teil in der Atmosphäre angucken. Dennis, kommst du? Ja, wo steht ihr denn? Ach, hier, rechts. Ja, nochmal. Weil du kannst oben, genau. Ja. Wo ist Nösi? Was macht Nösi? Gleich. Was ist ein Nösi? Nösi ist gerade auf MiG L1 und guckt, ob er da sein Schiff claimen kann. Ja. Ich habe zwei Schiffe, die ich nicht mehr claimen kann. Oh. Freelancer und die Cutlass. Weiß nicht warum. Ja, scheiße. Da hilft eigentlich nur ein Account Reset, ne? Ja. Also als letztes Mittel. Aber das hatte ich die ganze Zeit mit der Vanguard auch und dann habe ich meinen Account resettet und dann ging alles wieder. Mhm. Hab dann nur ein paar Komponenten verloren. Ja, aber so viel, was man sich nicht erfahren könnte. Ja, und vor allem das Geld und so, was man ja vorher schon hatte, das bleibt ja auch alles. Ja. Ist so doof, wenn du schon kein Geld mehr hast und immer alle Sachen weg sind. Da, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja. Also der Rock dürfte hier reinpassen. Locker. Sag mal, war das hier eigentlich der einzige Zugang? Oder hast du seitlich auch noch welche? Ja, ich hab... Du kannst seitlich hier, glaub, reinspringen. Aber ich weiß... Da muss man mal gucken, ob man das von außen aufbekommt. Warte mal. Frage. Seitlichen Türen hier. Also so ein bisschen über das Schiff weiß ich, ja. Aber so... Ah doch, kriegst du auch. Ja, aber kannst du auch rein? Das ist die Frage. Weil du müsstest ja eigentlich auf den Vorsprung klettern. Ja. Tatsache, wie geil ist das denn? Dass das schon geht, ne? Ja, finde ich gut. Ja, ich habe das ja hier auch noch nicht gesehen. Sollte das ja eigentlich auch gehen, aber es geht irgendwie nur auf Monden ohne Luft. Also mit wenig Atmosphäre. Wo du springen kannst. So. Ja, ich fliege einfach mal nach Microtech. Ja, mach. Weil ich will nämlich auch gleichzeitig mal Atmosphärenflug mit der Karre hier probieren. Du machst hier alles. Und dann. Ja, aber gut, das muss ja eigentlich funktionieren, ne? Ja, aber ich. Scheiße, mal hilft nicht zu gleich wieder weg. Nee. Ach, scheiße, du hast hier nur die Gunner-Sitze, ne? Hast du gar keinen Co-Pilotensitz? Nee, glaub nicht. Aber warte mal, ich will ja eigentlich auch eh, genau. Nee, scheißegal, ich bin eh nur in der Außenansicht. Bist du in der Außenansicht? Ja. Ich sitze aber auf irgendeinem Gunner-Sitz. Center Data Ach mal, da muss doch wohl irgendwo eine Mining Facility sein. Fahr mal das Fahrwerk ein, bitte. Drin? Ja, ne? Ja, jetzt ja. Ja, lang
lang ist es her mit dem Schiff. Mal gucken, ob ich es vermisst habe. Also, gefallen tut mir das Teil schon. Also, besser als der Cutlass. Also, ich mag Drake-Schiffe ja eigentlich echt nicht. Aber, ja, es ist halt im Moment noch ein sehr nützliches Schiff, ne? Die Cutlass Black. Also, die kann halt alles. Ja. Die kann den Rock laden, die kann traden, die kann... Mann, ja, und vor allem, die kriegt ja später noch den Traktorstrahl, ne? Ja. Also, ich würde da auch. Also, das ist echt... Ja. Warum dreht sich denn das Kackschiff hier? Ach, weißt du, wie oft ich das schon hatte? Ja. Tatsächlich, du. Was denn? Das geht. Drei Schiffe kann ich jetzt claimen hier. Schade. Aber ich finde das Design von der Valkyrie hier eigentlich auch ziemlich geil mit den vier fetten Triebwerken. Ja gut, aber auch weil sie ja so groß und schwer ist, ne? Ja. Und wenn sie ja anfängt zu droppen, weil sie muss ja wirklich landen, um die Fahrzeuge runter abzulassen. Du müsstest ja eigentlich mit der Paula müsstest du gar nicht landen. Nee, mit der musst du nicht landen. Die hat ja ihre Schwebedinger. Genau, also du kannst ja runtergehen, die Leute springen raus und du fliegst direkt wieder weiter. So bei der hier müsstest du ja wirklich richtig droppen. Du müsstest ja wirklich ablassen, ne? Ja. Voll ein Ablassen. Voll ein Ablassen. Ja. Oder den Katheter mittlerweile mal, ne? Man weiß es nicht. Also. Ja, die Chinesen dachten, das wären ja wie Nierensteine oder sowas, ne? Da habe ich das einem deutschen Arzt erzählt, da gemeint, ne. Das wird sich ganz anders äußern. Alter, ne? Oder ja, so. Die haben sich gedacht, oh, guck mal hier, Deutscher. Da experimentieren wir rum. Ja, wahrscheinlich. Gute Krankenkasse. Steck denen erstmal was rein, wir gucken, was passiert. Die haben mich zum Schmuggeln benutzt, ne? Nee, dann hätte er ja mit hier zu einem bestimmten Arzt gehen müssen. Aber. Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die VTOL überhaupt nach unten drehen muss. Ja, meinst du nicht? Sonst hätten sie ja die Mechanik nicht mit ins Spiel bringen müssen. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Aber du musst mal auf die prozentuale Anzeige achten, wie viel deine Forster arbeiten. Auf welchem Prozentstatus sie sind. Warte mal, jetzt gehe ich mal auf 0 Grad. Ja, und dann bleib mal stehen und guck mal, auf wie viele Prozent deine Forster arbeiten. Also du sinkst, glaube ich, nicht. Um die 70. Ja, ich sinke nicht, ne? Okay, und jetzt mach mal die Forster runter da, die Seitendinger. Und jetzt guck mal, wie viele prozentual, wie viel hast du nur noch, ne? Ja, also eine Ersparnis von gut 50%. Ja. Ja, weil die halt die ganze Last nehmen. Ja, aber ich find's gut, dass die Manövrierdüsen dieses Schiff auch gerade halten können. Ja, unabhängig von den, ja. Von der Umschaltung, ja. So, Grafikpack. Ja, schon wieder mega kacke, dass schon wieder dunkel ist, ne? Ja. Nö, wie kommst du denn zu uns? Weil du siehst uns ja eigentlich. Mach mal Licht an. Ach so, ist schon. Oh, ich blockiere immer noch. Ja. Willst du hier hinten landen? Wie weit willst du denn laufen gleich? Mal gucken, wo ich hin muss. Moment, ich kann das Licht gar nicht an- und ausschalten. Mit L, ne? Ja. Oh, geht nicht. Ich suche gerade dieses scheiß Gebäude. Stopp, geradeaus. Siehst du, das ist halt das Problem mit den runtergestellten Düsen. Hast du halt überhaupt keinen Vorwärtsschub, ne? Nee, das ist richtig. Ja. Aber hast natürlich die Ersparnis, wenn du... Ja, aber mal ehrlich, wie oft nimmst du den runter? Das machst du ja nur im Landeanflug. Stopp, hier kannst du eigentlich jetzt landen jetzt. Wir sind direkt hinter den Häusern. Ja? Ja. Hier vor... Wo die Fahrzeuge spawnen können. Warte mal, dann gucken wir nochmal hoch, wo die kleinen Pads sind. Ah, da. Hier. Also haben wir da hinten das blaue Häuschen. Top. Was halt abgeht, ist, wenn ich jetzt Leertaste drücke, ne? Ja, dann geht der Schub nach oben, aber das hast du bei der Cutlass ja genauso. Also, aber sie geht auch richtig ab. Teste, ja normal, dafür machen wir das doch. Ja, also, wenn dann auf einmal ein paar Panzer um die Ecke kommen, ne? Ich glaube, die kommen mit dem Ziel nicht so hinterher, wie du damit hoch bist. Ja, aber gut, das sind auch die Hauptantriebe, ne? Das darf man nicht vergessen. Also, da muss ja Power hinterstecken. Alter, abgehoben wie eine Rakete, geil. Ja, das machen wir nochmal, wenn wir gleich weiterfliegen. So, Vorsicht, bevor wir aufschlagen. Top. Ja,
Ja, ich kann ja mit den dicken Antrieben gegensteuern. Ja, ich muss ein bisschen muss ich üben mit der. Ja, ist ein anderes Flugverhalten, ne? Ja. Aber ich glaube, jetzt bin ich zu weit. Ja, flieg mal weiter nach vorne einfach. Ich habe halt null Vorwärtsschub, ne? Ja, noch ein Stück. Das ist ja normal. Was? Du musst auch ein Stück, du bist jetzt mitten auf dem Stein. Hoch, geradeaus. Boah, schon wieder viel zu hoch, ey. Ja, flieg einfach mal gerade. Ja, oder da ist auch gut. Top. Gut? Ja, so kannst du bleiben. So, dann mache ich kurz auf den. Jetzt ein Rock hinten reinhauen und dann mal mit Afterburner nochmal nach oben abgeben. Ja, ich komme aber direkt mit, weil ich muss gucken, ob ich meine Bodenfahrzeuge klären muss. Einfach rückwärts die Leiter runter, dann springt er runter. Ja, oder auch nicht. Aber du kannst ja auch Schnelltaste drücken, was manchmal länger dauert, als wenn du normal runterläufst. Wo hatte ich Landefahrt? Ja. Ist ja scheißegal. Hauptsache er steht und das Schiff kippt nicht um. Ja. Und ansonsten muss Nösi uns retten. Nösi, rette uns! Noch bedarf es keiner Rettung. Nee. Dein eigenes Pad, sag mal. Oder gibt's hier nur den einen? Was hier den einen? Nee, hier gibt's doch noch einen. Oh, ich muss claim. Aber dauert ja nur eine Minute. Mach einfach hier schneller. So. Ach, siehst du, muss ich auch claim. Dann claim ich gleich hier mit. Ja, aber gut. Ich lade jetzt nur mal ein und tu mich dann später im Schiff auslocken. Weil das groß meinen genau. Müssen wir jetzt nicht, das lohnt sich ja nicht. Ja. Sag mal, wie oft habe ich den denn? Dreimal? Ich glaube, ja, den habe ich auch noch. Jetzt auf einmal habe ich die ganzen Fahrzeuge von vorher wieder. Na ja, haben sie ja gesagt, dass sie alles restoren, was man sich vorher in-game gekauft hat. Weil ja viele sich Raumschiffe gekauft haben und die auf einmal weg waren. Siehst du, dann warst du quasi auch ein Betroffener. Ja, aber das wussten wir, nachdem ich ja nach dem 13er-Patch oder 13.2, da waren sie ja erst weg. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, nach welchen die wegfahren. Aber jetzt habe ich sie wieder. Jetzt habe ich aber den Tampel, den habe ich jetzt dreimal hier. Du hast dir doch auch jede Version von dem gekauft, oder nicht? Ja, aber ich habe dreimal dieselbe Version und einmal den 2xA. Thank you. Please visit. Also die Raketenversion von denen. Krass, der Greycat Rock passt nicht in die Valkyrie rein. Nein. Der passt. Alter, ganz im Ernst, mit sowas macht man keine Späße. Wenn mal ehrlich, was willst du denn dann für Bodenfahrzeuge droppen, die da reinpassen? Boah, das ist wirklich eng mit der Decke, ne? Nee. Ach, guck mal, ist hier voll Luft. Aber, und dann meinst du nicht, dass man... Nee, oh scheiße, dass man die Ballista nicht transportieren kann, ne? Nee, die Ballista passt im Moment nur in die 890. Ja, das hatten wir schon des Öfteren. Jetzt hast du wenigstens auch Platz zum Außen rumlaufen, ne? Ja gut, das ist natürlich in der Cutlass, aber ganz ehrlich, ich habe das ja letztes Mal auch versucht, wenn du mit einem Arsch wirklich bis in die Ecke fährst, ne? Ja. Dann kannst du vorne vernünftig aussteigen. Ja? Ja. Da kann man sich schon drüber hinsetzen, top. Ja, hier ist eigentlich nichts, ne? Du hast auch nur Sitze auf der anderen Seite, ne? Ja, Geschützturm ist ja hier vorne, aber sonst... Seitliche Geschütze. Oben ist ja noch ein Geschützturm. Ja, und die zwei Remote Gunner draußen. Also ich denke schon, also das ist ja. Ich denke schon, dass das Dropship hier Spaß macht, wenn man das Game. Natürlich, natürlich. Sogar eine Toilette hier. Mal ehrlich, die Herkules-Varianten, ne, sind ja im Endeffekt nichts anderes als die hier. Ja. Nur halt in größer und langsamer. Ja. Also. Viel größer, ja. Genau, also natürlich passt da mehr rein, aber die brauchen auch deutlich länger und kommen gar nicht in Gebiete, wo die Valkyrie reinpasst. Also ja. Vor- und Nachteile der Schiffe halt, ne? Aber willst du die behalten, dauerhaft?
Das weiß ich noch nicht. So als Raumschiff, um mal kurz ein Bodenfahrzeug hin und her zu fliegen, ist es ganz nett, ne? Wolltest du fliegen? Nö, ach du, ich wollte eigentlich nur mal rausgucken. Ja. Du setz dich hin, flieg. Ja. Weiß nicht, sollen wir mal zu Nösi fliegen? Ja, machen wir. Ich bin gerade am Spulen zu euch. Zu uns. Ja, dann sollen wir hier warten. Mhm. Aber hier ist halt dunkel, ne? Ja, nee, der fliegt mal. Oder wir treffen uns alle bei Port Tressler. Aber dabei hier ist eigentlich draußen ist schön, ne? Ja. Das kann Nösi herkommen, dann können wir ein bisschen rausgehen. Ein bisschen das mal genießen hier. Genießen? Wir können ja so lange ein bisschen hier rumfliegen. Ja, die Flora und Fauna ein bisschen, den Wind um die Ohren, aber dafür schöne Blumen. Ja. So, warte mal, ich mach mal hier 0 Grad. Dann drücke ich nochmal Leertaste. Will mich nur richtig ausrichten, nicht dass wir dann gleich ins Salz schlafen. Sind wir mitten in der Luft oder sind wir auf dem Boden? Nee, wir schweben schon. So, ich wäre fast rausgesprungen. Oh, weißt du was? Lande mal bitte. Dann mach mal die Forster nach unten und dann push mal bitte nach oben. Mal gucken, wie das dann aussieht. Von Landung her. Nee, jetzt einfach mal mit Leertaste Power nach oben. Weil jetzt habe ich hinten die Tür auf. Ich will, oh, und weg. Ja, geil. Alter, hast du ein bisschen was wie ein Raketenstart, ne? Ja. Also muss ich sagen, das bockt schon. Das war ne. Ich habe nicht geguckt, wie hoch wir waren. Wir sind jetzt auf 1400 Metern. Warte mal. Ja, in was für eine Zeit, ne? Ja. Boah, wir machen das jetzt nochmal. Und dann will ich mal gucken, was für G-Kräfte da wirken. Warte mal. Punkt hinaus oder nicht? Oh, Nösi schon da? Ja, dann kann Nösi mitmachen. Ja. Hm? Dann lande mal Nösi und ist egal, welche Seite du bist. Da habe ich schon eine Tür aufgemacht, da kannst du hochklettern. Wir können ja mal gucken, Nösi kann sich ja neben uns stellen und auch Leertaste drücken, wer als erstes oben ist. Ja. Ja, ich glaube, da brauchst du mit ihnen das nicht machen. Stefan? Ja. Wo bist du? Ja. Ja, aber du bist noch gar nicht eingestiegen. Ja, ich muss jetzt mal landen. Ach so. Oh. Fliegen aber einen Ticken außerhalb der waffenfreien Zone. Ich kann deine Waffen gar nicht benutzen, doch. Oh, jetzt geht das aber. Jetzt wird hier rumgerotzt, mein Freund. Oh, jetzt geht aber auch ein bisschen Wind. Also aber gegen den Wind kann ich jetzt gar nicht vorwärts fliegen, ne? Bitte, da muss ich die Thruster umstellen. Hm. Okay, oh, aber die. Ja, aber zu beweglich. Wo ist er? Rechte oder linke Seite? Nösi ist über uns. Jetzt so. Vor uns. Stefan, möchtest du mal beobachten, wie wir abheben? Ja, warte mal. Oh ja, der soll mal neben uns stehen. Ja, top. Und zack, ist er weg. Also wir sind auf. Wir sind jetzt genau bei 701 Meter Höhe. Ja. Über normal Null. Aber Nösi, du musst auf die andere Seite kommen. Bei mir ist die andere Seite auf. Achso, ist zugucken oder was soll ich jetzt? Ja. Das. Ja, guck dir mal unseren Raketenstart an, das ist übel. Bist du bereit? Ja, aber warte mal. Ja, ja, aber dann komm mal hier hinten zum Schiff, wo das auf ist. Ich muss erstmal aussteigen. Dann komm mal zur rechten Seite zum Schiff. Das ist ja genau deine Seite da. Geh hin raus. So. Ich guck. Okay, bereit? Jupp. Und jetzt sind wir weg. Boah.
Kann ich das nicht auch? Ich versuche das. Doch, aber es geht in den Schiff, weil das Schiff an sich ist ja eigentlich schon groß und sehr schwer. Aber das hüpft ja mit einer Geschwindigkeit ab. Ja, das stimmt. Das ist schon, ja, nicht ohne, ne? Vier Haupttriebwerke nach unten, ne? Ja, ja, eben. Deswegen ja. Die Frage ist, was passiert, wenn ich mich jetzt einfach kopfüber hinstelle? Hört sich dann ab? Ey, warte mal, mit irgendeinem Schiff habe ich das doch getestet. Und das ging doch. Ja, mit der, Mit der Mol? Oder war das mit der Quebec? Ich weiß das nicht mehr. Stimmt. Ja. Ja. Okay, jetzt bin ich kopfüber. Wir fallen auch nicht. Cool. Man sieht auch, dass die Manövrierdüsen oben drücken, ne? Das haben sie schon gut gemacht. Ja. Jetzt habe ich wieder nicht auf G-Kräfte geguckt. Ach, egal. Ja, dann lande halt nochmal und dann starten. Oh, was ist, wenn ich jetzt der Taste drücke? Da fliegt man ja voll auf den Planeten, ne? Ja, da gibt es wieder Vollspeed. Er macht ja nur, was du drückst. Nee, das machen wir jetzt nicht. Kamikaze. Nö, sie extra hingekommen, er am besten noch gestorben, weil du ihn getroffen hast. Aber ich wollte hier mit der Waffe schießen, habe ich auch verplant. Toll. Nur bei 0G. Los geht's. Eigentlich. Ein bisschen unrealistisch. Während der Beschleunigung hat er 0G gehabt. Ich glaube, ja, die Anzeige wird nicht ganz passen, denke ich. Nee, das, ja. Nee, einen gewissen Gegendruck hast du ja immer. Ah ja, eben. Also das sieht auf jeden Fall schnell aus. Da muss man mal gucken, ne? Ja. Vorsicht. Oh! Oh! Ja, gestürzt. Ja, aufgeschlagen. Ich sehe nur, dass der Boden näher kommt. Und da denke ich mir, ich stehe doch an der Seite. Scheiße, tut mir leid. Ich hab nur Nösi abschießen wollen. Aber gut, ich hab halt die Thruster nach unten gestellt, ne? Ich hab mich halt blöd angewinkelt, weil Nösi über mir war und dann genau, so ist das. Rumgedreht, ne? Und zack. Seid ihr weg? Oder wie? Schiff kaputt? Ja, Schiff ist tot. Ja, das Schiff ist explodiert, ja. Oh Gott. Ey, da muss man, bei diesem neuen Flugmodell muss man echt drauf achten, was man tut, ne? Der Abschluss mit dem Knall, ne? Ja, solltest du generell machen, ne? Ja. Oh, das explodiert gerade. Jetzt ja, ist komplett. Es schon explodiert. Naja, gut. Ja. Vielleicht mal wieder claimen. Ja, den Plan, den Rock da drin zu lassen, den kann ich jetzt auch verwerfen. Ja gut, das wird ja einen anderen Tag geben. Sonst machen wir da... Ach, scheiße. Du bist jetzt erstmal wieder nicht da, ne? Ja, gut. Morgen auf jeden Fall mal nicht. Wochenende vielleicht. Ja, es kommt halt immer drauf an, welche Mannschaften spielen, weil ich verfolge das ja eigentlich aktiv, dieses Football. Morgen ist halt Kickoff-Spiel, das erste der Saison. Ey, mach ganz in Ruhe, wir werden es ja sehen. Ja. Ja, spätestens zur 3.12 bin ich wieder da. Muss ja mal eine Starrunner ausprobieren. Aber die haben schon gesagt, zum Release der 3.12 wird die Starrunner nicht verfügbar sein. Okay. Die wird in einem Zwischenpatch kommen, zum Beispiel 3.12.1 oder 3.12.2 oder sowas, ne? Aber gut, dann weißt du. Ja, aber dann weißt du jetzt schon mal schon. Was meinst du, wie enttäuscht du wärst, wenn da irgendwelche Kacke noch mit ist oder so? Ja, das weißt du ja nicht, ne? Vielleicht wird's ja auch. Ja, aber das hat ja. Ja, aber dann sollen sie das lieber machen. Also lieber so, als dass du dich ärgerst, dass du dir das Schiff gekauft hast. Ja. Ne, dann noch lieber, gut, noch eine Woche ist ärgerlich, aber dafür weiß ich, ich krieg die vielleicht geiler, als ich mir dachte. Ja. Ja, die ist jetzt schon geil, also von den Bildern, die man so gesehen hat, ist die jetzt schon geil mit dieser Sitzecke, dem Schacht. Aber ich glaube, das wirkt trotzdem immer noch anders, als wenn du selber das Schiff siehst von innen. Ja. Das, weißt du, weil dann hast du ja auch den Raum um dich herum. Dann, genau. Dann, da wirkt ja schon wieder das
ganz anders wieder. Ja, ja, muss man sehen, ne? So, wolltet ihr jetzt noch was machen oder wollen wir ausmachen? Warte mal, wie viel Uhr haben wir? Ah, eine Minute noch. Ja, dann mach mal aus. Eine Minute? Also ich bin schon raus. Ich habe mich gerade ausgelockt. Echt? Ja, ich habe Schiff auf dem Planeten abgestellt. Bin noch drin. Ne? Ich jetzt auch raus. Aber das reicht. Marc, ich genau. Ich jetzt gleich noch ein bisschen auf der Homepage und guck, für was ich $100 noch ausgeben kann. Genau, ich wollte gerade sagen, du schreibst dann morgen, was du alles neu gekauft hast, ne? Ja. Ja. Euch schöne Tage, ne? Bis ja, danke gleichfalls und wir schreiben ja sowieso, ne? Ja, eben, ne? Also wenn ich online komme, dann melde ich mich vorher immer an. Ja, top, alles gut. Vielleicht ergibt sich ja dann mal was. Ja. Gut. Dann macht ihr einen schönen Abend oder macht euch einen schönen Abend, ne? Ja, euch auch. Ciao. Ciao. Ciao.